Herzlich willkommen. Das Beste kommt zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Ich sehe viele strahlende Gesichter, gerade Simon und Etienne, ne? Deswegen sind wahrscheinlich die meisten von euch da. Let's Play, das Phänomen, damit fangen wir an, denn das ist unser Thema. Etienne und Simon, ihr seid die Erfinder, habt ihr mir gerade gesagt. Wir haben ganz arrogant einfach mal behauptet. Ja. Ja. Naja, was wir meinten ist, wir haben die Elemente von Let's Play schon damals bei Giga, ich glaube 2001, gemacht. Aber wir haben es weder Let's Play genannt, noch haben wir damit Geld verdient, langfristig. Also wir haben den Zug verpasst. Wir haben die Let's Plays erfunden, nur nicht die Monetarisierung. Das ist der Punkt, das ich meine. Das ist mein anderer. Etienne, du bist Gründungsmitglied der ersten täglichen Live-Sendung Thema Videospiele Giga Games, habt ihr gerade schon angesprochen. Dann kam irgendwann MTV Game One. Jetzt Mitbegründer von Rocket Beans TV, da sprechen wir auch noch mal ganz ausführlich drüber. Bist wahnsinnig erfolgreich. Du hattest, glaube ich, schon immer so ein bisschen... Das stand auf meinem Zettel, das habe ich gebucht bekommen. Du hattest schon immer so ein bisschen den Riecher, dass es mit Games funktionieren könnte, oder? Ja, natürlich. Ja. Ja. Ich habe immer gewusst, dass das abgehen wird. Ich hatte eigentlich gar keine Lust auf Games. Und nee, also tatsächlich ist es auch ein Stück weit einfach auch natürlich Glück, dass ich mein Hobby irgendwann zum Beruf machen konnte. Aber als ich bei Giga Games angefangen habe, 2000, da war das natürlich noch, das war vor YouTube, vor Twitter, vor Twitch, vor all diesen Sachen, da war das jetzt noch nicht so absehbar, dass das dauerhaft ein Beruf werden könnte. Also da habe ich, soweit habe ich auch noch damals gar nicht gedacht, da war ich Anfang 20 und habe gedacht, okay, das macht Spaß, das kombiniert zwei Dinge, die ich gerne mache und die ich denke zu können. Einerseits sehr viel Quatsch zu erzählen und andererseits zu zocken und das war eigentlich so der einzige Gedanke. Ich habe aber damals noch nicht gedacht, ja, auf dieses Pferd setze ich jetzt, denn in 15 Jahren geht es richtig ab. Also. Und du sagst, also deine Mutter sagt, mein Sohn ist Let's Player? Nee. Nein. Nee. Nein. Was sagt Nein. die? Weiß deine Mutter, was Let's Player ist? Meine Mutter sagt, der ist Jurastudent. Die glaubt immer noch, ich bin eingeschrieben. Du warst mal eingeschrieben. Ich war mal eingeschrieben. Alles ich, ist möglich. Ich habe es nicht aufgelöst bis heute. Nee, also meine Mutter weiß natürlich, was ich mache. Und ich würde mich auch selber gar nicht als klassischer Let's Player bezeichnen. Also früher habe ich gesagt, ich bin ganz klassischer Moderator im Prinzip. Und das Thema, mit dem ich mich beschäftige, sind halt in der Regel Videospiele oder so Nerdkram, halt Filme, Comics, Serien, so ein Kram. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Let's Player bin, weil ich auch tatsächlich in unserer Riege, auch bei Rocket Beans, wahrscheinlich der Schlechteste bin. Mhm. Freut sich Simon, ne? Ja, ist ja Kann leider. Ich bestätigen, er ist bekannt dafür. Ja. Insofern, aber nee, also meine Mutter würde nicht sagen, ich bin Let's Player, sondern Entrepreneur. Yeah. Simon, was sagt deine Mutter? Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade auch meine Geschichte zum Besten geben. Meine Mutter, jedes Mal, wenn ich irgendwie so alle paar Jahre, wenn man dann denkt, oh, ist es das wirklich? Und die anderen machen damit Geld, warum wir nicht? Sollten wir es nicht lieber aufgeben? Und immer, wenn ich mit meiner Mutter darüber rede, ist sie so, ja, ja, wirst auch langsam zu alt dafür. Ist ganz gut. Und ich bin nur so, ich prüfe nur, ob mir jemand sagt, nein, du bist gut, mach es weiter. Und sie ist dann immer so, ja, ist auch richtig, such dir mal was Anständiges, werd mal erwachsen. Und man denkt da so, fuck, man hat null Support vom Elternhaus. Aber wir machen es irgendwie trotzdem. Ja, aber das kenne ich auch. Meine Mutter, was sie tatsächlich oft fragt, magst du immer noch diese Videospiele? Also das höre ich jetzt schon langsam. Dann sage ich auch mal, magst du immer noch Fernseh gucken? Also, ja. Ihr habt eure Eltern nie mit einbezogen und mal gesagt, mach doch mal mit. Wie bitte? Ihr habt eure Eltern nie mit einbezogen, habt gesagt, hier könnt ihr auch mal mitspielen oder so. Ja, die wollten. Das hat die halt einfach auch nicht wirklich interessiert. Ja. Also das ist neues da gab, Format. Das ist euer neues Format. Neues Format. Zack, so einfach geht das bei uns. Ja, sehr schön. Außerdem dabei noch zwei Männer im Hintergrund. Ja, sonst im Hintergrund heute auf der Bühne. Schön, dass ihr da seid. Auf der einen Seite Arno Heinisch ist Geschäftsführer und Gründer von Rocket Beans TV. Herzlich willkommen. Und Ronald Horstmann, Geschäftsführer bei Studio 71. Arno, Rocket Beans TV, was ist das? Das ist neu und ihr drei hängt mit drin. Ja, Rocket Beans TV ist unser neuestes Projekt, das haben wir am 15. Januar gelauncht. Das ist der erste deutsche, unabhängige, community-getriebene 24-Stunden-Online-Sender. Yeah! Ja, irre. Ja, da sind wir auch stolz drauf.
Community betrieben heißt was? Das heißt, dass wir von der Community auch auf freiwilliger Basis unterstützt werden und die sozusagen den Sender mitfinanzieren. Neben eigener Vermarktung und den Einnahmen über Twitch und YouTube ist das eine ganz, ganz wichtige Säule, um den Sender und uns alle am Leben zu halten. Und das läuft jetzt seit dem 15. Januar und wir haben uns erst eine dreimonatige Testphase gegeben. Mhm. Und die haben wir jetzt hinter uns und haben 7 neue Leute eingestellt und sind jetzt 34 festangestellte Mitarbeiter bei uns. Vielleicht auch ganz interessant, weil hier sind ja viele junge Leute, die vielleicht mal in die Medienbranche wollen oder schon sind. Also 3 Monate, wenn man 3 Monate geschafft hat, das ist schon für die Medienbranche kannst super. Kannst du dich... Also drei Monate ist kannst Hammer. Kannst dich in Schlaf lachen. Ja. Ne? Genau. Wer von euch kennt Rocket Beans TV noch nicht? Ach, jetzt kommt. Für die 4 spielen wir jetzt mal kurz ein, was ich dahinter verwirrt. Das ist gelogen, das wäre geil. Rocket Beans TV, ja? What would I do? It won't attract the world. Wir werden gemeinsam mit euch gleich auf Twitch, Twitch-Channel besuchen. I got no idea what is happening. Yeah! Moin. Moin, moin. Ist die wirklich erst 37, die Ördel? Was haben wir bei den Kollegen von der Bild? Titten und Beine statt Inhalte. You can blow this, you can blow that. You can blow this, you can blow that. Nathalie, schön, dass du anrufst. Wie alt bist du? Du bist mein erster Anrufer an der Sendung. Gib mir so viel Mühe, in den Arsch zu sein. Jetzt kommst du und sagst, dass es netter ist als in der ersten Sendung. Das verletzt meine Gefühle. Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Almost Daily. Kannst du nicht als Fußballfan ins Fußballstadion gehen und sagen, als Fußballhasser ins Fußballstadion gehen und sagen, fuck, warum wird mir Fußball gespielt? Hallo und herzlich willkommen bei Bonjour, live und in Farbe im deutschen Farbfernsehen. Ich bin der große Edderoni. Ihr seht, sie sind knallhart fest. Mein lieber Spor. Dieter. Es ist wirklich eine lange Unterhaltung. Wir haben 2015. Oh, das ist aber nett. Hallo zu einer neuen Folge Game Plus. Das ist so nicht ganz korrekt. Energie. Na, es sieht zumindest aus wie die Zukunft. Bei euch bei Rocket Beans eine Frauenbeauftragte. Eine Frauenbeauftragte? Eine Frauenbeauftragte. Wieso ich arbeite beim RBB und da gibt es diese Frauenquote und da gibt es eine Frauenbeauftragte, da kann man hingehen. Hier sind ja ziemlich viele Männer. Ich bin eine Frau, ich möchte den Job. Da waren ziemlich viele Männer, ne? Das stimmt. Ja. Wir haben aber nur die Männerformate für den Trailer genommen. Wir haben viele gute wirklich? Frauen. Ja. Erzähl mal was. Mädels. Wie viel? Erzählt mal, nee, was die so machen. Das gleiche wie wir auch. Ja. Quatsch. Ja. Zeit füllen. Genau. Nee. Aber es ist schon so, dass der Männeranteil deutlich überwiegt. Ja, es sind auch die Nerd-Themen. Es ist natürlich Games primär und Filme, Serien, Comics. Das sind halt nun mal eher männlich besetzte Gebiete, obwohl es da natürlich eine Menge, einen immer wachsenderen Anteil an Frauen gibt. Also gerade beim Gaming merkt man das. Hängt halt auch immer vom Spiel ab, aber... Also es hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren deutlich in die Richtung entwickelt. Als wir bei Giga Games angefangen haben, da war es, ich will nicht sagen kaum möglich, aber wirklich Leute zu casten oder Moderatorinnen zu casten, die ein authentisches Interesse hatten am Thema
und auch moderieren konnten und auch so eine gewisse Extrovertiertheit, die einfach der Job eben einem abverlangt, mitgebracht haben. Damals war das halt einfach nicht so. Mittlerweile ist es schon so, dass die Mädels auch genauso zocken und genauso viel Leidenschaft für diese ganzen Themen haben wie wir und dementsprechend tanzen die auch bei uns vor der Kamera. Was bedeutet eigentlich dieser Sender jetzt für eure Freiheit, eure berufliche Freiheit? Totale Freiheit. Das ist ja Wahnsinn, ja? Nein, es ist wirklich so, wir können machen, was wir wollen. Also wir haben jetzt die Senderlizenz beantragt bei den Landesmedienanstalten. Wir warten jetzt noch auf mein polizeiliches Führungszeugnis, dass wir das dann echt kriegen können. Ja. Oh je. Und das ist natürlich dann schon so, dass man die Paragraph 7 Jugendschutz einhalten muss und gewisse Werberichtlinien, was so Gewinnspiele und so weiter einhalten muss. Aber wir haben die komplette Freiheit, dort 24 Stunden lang zu machen, was wir wollen. Und das ist echt eigentlich ziemlich geil. Wir sind eigentlich niemanden, müssen uns von niemandem rechtfertigen. Wir müssen halt einfach nur das aus Überzeugung machen und damit die Community überzeugen. Der nächste im Bunde, Ronald Horstmann, wie schon gesagt, Geschäftsführer Studio 71, Multi-Channel-Netzwerk ProSieben Sat.1. Was unterscheidet euch zu dem, was wir bis jetzt gehört haben? Gibt es da ein bisschen Freiheit? Oh ja, jede ja? Menge Freiheit, ja. ja, für die nicht wissen, was ein MCN ist, wenn man meine Mutter fragen würde, dann würde sie sagen, ja, der arbeitet für eine Plattenfirma, weil ich immer sage, das ist eine Plattenfirma für YouTuber und für, sagen wir, Social Influencer, also Leute, die auf sozialen Plattformen eine sehr große Reichweite haben oder haben wollen. Die Leute betreuen wir und vor allem vermarkten wir. Also wir sorgen dafür, dass die auch von ihrem Beruf dann auch entsprechend leben können. Und ich komme von einer Plattenfirma, deshalb sagt die dann immer, ja, der arbeitet für eine Plattenfirma. Das ist auch die einfachste Erklärung. Wichtig für uns ist die künstlerische Freiheit. Also Künstler dürfen tun und lassen, was sie wollen. Manchmal kommt man da schon in Areas rein, wo man sagt, jetzt wird die Vermarktbarkeit schwierig. Da muss man sich fragen, ob die Zusammenarbeit so noch fortgesetzt werden kann. Aber ein Künstler hat die volle künstlerische Freiheit und kann die Hilfe bekommen, wenn er oder sie braucht. Und wenn nicht, dann lassen wir die Künstler so frei wie möglich. Und das funktioniert sehr gut. Welchen Gaming-Content liefert ihr da? Das sind eben die Let's Plays. Was wir aber sehen, ist, dass die Künstler sich auch häufig selber gar nicht als Let's Player sehen, sondern dann eben als Creator. Und was wir bei vielen sehen, ist, dass sie als Let's Player angefangen haben und jetzt sehr viele Follow-Me-Arounds drehen. Prominentes Beispiel, Dana als Let's Player angefangen, jetzt war er auf seiner Longboard-Tour unterwegs und alle würden jetzt sagen, ja, Dana ist ein Longboard, der ist bekannt wegen der Longboard-Tour und nicht wegen seinen Let's Play-Geschichten, die er gemacht hat. Longboard-Künstler sozusagen. Longboard-Künstler, ja, genau. Longboard-Fahrer. Jetzt die Frage an euch alle. Eigentlich, also so war es mir bekannt, ich kannte es jetzt Let's Plays nur von YouTube, da gibt es das bei euch, bei Rocket Beans, auf Twitch, verschiedene Plattformen. Wie seht ihr das? Also wird es da irgendwann ganz, ganz viele geben oder wird es eher wieder weniger? Na, der entscheidende Unterschied ist ja, dass Twitch vorrangig eine Live-Plattform ist und YouTube eine On-Demand-Geschichte. Für uns ist das gerade ideal, weil wir halt 24 Stunden live senden und alle neuen Content, wir machen so pro Tag 6 bis 10 Stunden live. Der Rest sind Reruns und Live-on-Tape-Produktionen, die halt vorhin aufgezeichnet worden sind. Und der ganze neue Schissel wird dann halt danach auf YouTube hochgeladen und das ist sozusagen unser Archiv jetzt, was gerade ziemlich explodiert, weil wir ziemlich viel produzieren. Wisst ihr eigentlich, ob ihr weltweit geguckt werdet? Ja. Ja. Ja, ja, wir wissen. Dumme Frage. Nein, ich meine, ja, das wissen wir. Und? Nein. Wobei man sagen muss, dass es gerade auf Twitch ab und zu so Phasen gibt, wo man merkt, oh, jetzt kommen aber ein paar Amis oder englischsprachige Länder dazu. Aber nur, weil das Spiel, was man gerade spielt, das wird ja auch immer angezeigt auf der Twitch-Startseite, irgendwie was ist, was gerade die Leute interessiert, weil es aktuell ist oder weil es nie jemand zeigt, weil es ein sehr altes Spiel ist. So. Es gibt schon noch... Schönes Beispiel ist, es gibt eine Serie, wo Simon und Budi StarCraft 2 spielen mit professioneller Hilfe und da haben so ungefähr 25.000 Leute zugeguckt und dann erscheint man auf der Twitch-Startseite immer, dass man unter den Top 5 weltweit irgendwie gerade geschaut wird und dann kamen ganz viele Amis bei uns im Chat und so, what the fuck, they're playing really bad, why are there 25.000 people watching this? Und das war echt sehr lustig. Wir sind mittlerweile richtig bekannt in der StarCraft-Szene, habe ich vor kurzem gehört, weil wir so schlecht spielen, aber dafür am meisten Zuschauer haben. Also diese die Leute können es nicht verstehen, es ist wie die Geissens oder so. Leute schauen es nicht an. Was ist ihr Geheimnis? Das ist wie ein Unfall, man muss hingucken, man kann nicht weiterfahren. Auf alle Fälle werdet ihr ja gleich noch
noch eine Live-Session machen. Da könnt ihr gerne noch dabei sein. Versuchen. Versuchen. Mal gucken, ob die Technik stimmt. Die Zukunft. Du kannst ja bestimmt in die Zukunft gucken. Natürlich. Was willst du wissen? Ich würde gerne wissen, wie geht es weiter? Wird es eher personalisierter? Gottschalk kommt zurück. Gottschalk kommt zurück. Aber im großen Stil auf YouTube. Ja, ist so. Ist so. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Verstehe. Ja, nee, die Zukunft, das ist genau das, wo ja gerade momentan wirklich alle, wenn das irgendeiner wüsste, dann, es ist momentan einfach mega krass alles im Wandel. Das hat man ja auch in der Diskussion hier vorgehört mit Janine und der Bild- und Tonfabrik und so, dass momentan durchs Internet und die veränderten Sehgewohnheiten, die das eben auch mit sich bringt, also das Internet ist jetzt nicht neu, aber durch Handys und Smartphones und Breitbandverbindungen und all diese auch technischen Entwicklungen hat sich einfach auch die Sehgewohnheit verändert. Oder dadurch, dass man mit Handys jetzt HD-mäßig aufnehmen kann, das relativ schnell hochladen kann, dass es Cloud-Speicher gibt oder YouTube oder sonstige Sachen, dadurch verändern sich einfach auch sowohl das Konsumentenverhalten als auch das Verhalten der Anbieter. Und das ist momentan einfach ein total, ich will nicht sagen ein wilder Markt, aber da ist sehr viel Bewegung drin. Und jeder versucht da gerade so ein bisschen zu gucken, was geht, was funktioniert nicht, was macht Spaß, was bringt natürlich auch am Ende des Tages ein bisschen Geld rein. Und ich glaube, es gibt noch nicht den einen Weg oder so, sonst würde es schon, also klar, es gibt gewisse Stilmittel vielleicht, die sich auf YouTube zurzeit durchgesetzt haben oder so, wie schnelle Schnitte oder eben Minecraft-Let's Plays oder so, aber jetzt zu sagen, dass in 10 Jahren immer noch genau das oder in 5 Jahren immer noch genau das ist, ich glaube, das ist unheimlich schwer vorauszusagen, dazu ist einfach zu viel Bewegung gerade. Ronald, siehst du es auch so? Ja, was interessant ist, dass die Plattform eigentlich nicht so relevant ist. Also wenn die großen Creator heute sagen, ich bin morgen dort, kommt auch dorthin, dann kommen die Leute auch dorthin. Das hat man bei Twitch auch gesehen. Viele YouTuber sind jetzt auf Twitch, sind jetzt Twitcher. Und das wird sich auch durchsetzen. Das heißt, das ganze Thema Community-Aufbau ist wahnsinnig wichtig und die Plattform, die dann die geilsten Features bietet, da werden die Leute auch drauf gehen. Und was diese Features in 5 Jahren sind, das wissen wir nicht. Ja. Es wird viel mit Live zu tun haben, vielleicht 3D, who knows, ja, vielleicht auch nicht. Wenn wir das jetzt wüssten, dann würden wir jetzt schon rein investieren. Und das, wir wissen es einfach nicht, was die Zukunft bringt. Ihr wisst aber sicherlich, warum es live fürs Publikum, also sie warten ja tatsächlich, wann ihr anfangen zu spielen, warum das live dann doch so gefragt ist. Mhm. Interaktion. Ne? Also die Interaktion mit der Community ist brutalst wichtig. Und das sieht man schon auf YouTube zum Beispiel in der Kommentarfunktion, wie wichtig die ist. Das ganze Thema Regelmäßigkeit ist wahnsinnig wichtig. Und dann noch die Live-Komponente dazu und das Gefühl, dass man direkt Einfluss nehmen kann auf die Sendung, das ist eben kritisch wichtig für den Erfolg. Und das seht ihr ja genauso wie wir. Ja. Wir haben auch einige Live-Sendungen, ja, die genauso funktionieren. So bis auf die Regelmäßigkeit. Bei uns aber, halt. Bitte? Ich glaube, die Regelmäßigkeit kriegen wir das alles, ja, aber ich glaube, ein weiterer Faktor, der tatsächlich auch nach wie vor das Fernsehen interessant macht, oder ich sage jetzt mal das klassische Tatortbeispiel ist, dass man, wenn man was live guckt, dann hat man immer diese Gemeinsamkeit. Man weiß, das Gucken jetzt, im Fall von Twitch, sieht man sogar exakt, wie viele das gerade mitgucken. Und man hat so dieses, als ob man gemeinsam vorm Lagerfeuer sitzt und einer erzählt eine Geschichte und alle hören zu. Und das ist eben immer noch ein Phänomen, dass wir Menschen einfach gerne das Gefühl haben, dass wir nicht alleine sind. Mhm. Und wenn man on demand, ist zwar einerseits verlockender, weil ich kann es mir angucken, wann ich will, aber wenn der eine sich es am Montag anguckt, der andere am Mittwoch und der nächste, weiß ich nicht, 2 Wochen später, dann hat man auch nicht dieses klassische Zusammenkommen, weiß ich nicht, auf dem Schulhof oder auf dem Arbeitsplatz oder so, wo man sagt, habt ihr gestern auch? Nee, habe ich nicht, weil habe ich halt noch nicht. Mhm. Und bei Live ist es halt so, ja, alle, die eingeschaltet haben, haben schon mal was gemeinsam. Und ich glaube, dass es nach wie vor ein großer Faktor ist. Bevor Simon und Etienne anfangen zu spielen, ihr könnt gerne Fragen stellen. Wir haben jemanden, der mit dem Mikro hier rumläuft. Ihr könnt die Chance nutzen, mal mit den Herren zu sprechen. Traut euch. Und die erste Hand kam schon nach oben. Hallo. Hi. Hi. Ganz kurze Frage. YouTube hat ja angekündigt, jetzt auch so ein Live-Feature einzuführen. Also gibt es ja schon Livestreams, aber irgendwie wollen die das noch verstärken.
Was denkt ihr, wird Twitch überleben oder YouTube? Also aus einer Perspektive der Leute, die das gucken und aber auch aus der Perspektive, aus eurer Perspektive der Leute, die das produzieren, weil es ja auch immer eine Frage ist, wie diese Plattformen diese Künstler auch unterstützen. Ja, am Ende wird, glaube ich, in dem Segment wird, glaube ich, die Firma am meisten Potenzial haben, die dem Künstler am meisten Geld und am meisten Freiheit gibt. Einfach weil der Künstler, der gerade am Anfang nicht viel verdient, also geht dann dahin, nicht, wo er am meisten Freiheit also beide hat. Nicht. Also beide nicht. Also beide nicht. Ich weiß es nicht. Es ist schwer zu sagen. Also Twitch hat auf jeden Fall, ist führend, was Live-Content angeht, ja, aber YouTube ist einfach Google. Und damit, ich glaube, wenn YouTube das will, können die das so machen. Aber ich glaube, dass man auch da sich so ein bisschen auf bestimmte andere, wichtigere Kernelemente... Twitch ist ja gekauft worden von Amazon. Also kannst du auch fragen, wer wird erfolgreicher, Amazon oder Google? Also... Ja, aber Amazon hat nicht so ein Geschick. Wenn ich das wüsste. Ich finde, Amazon hat mit den aufgekauften Firmen nicht so ein Geschick bisher. Ja. Und das ist ja auch, du musst die Sachen ja nicht nur kaufen, du musst sie dann auch irgendwie dazu bringen, dass sie wirklich auch Geld wieder reinspielen oder Google, irgendeine andere Form von. Google hat wohl 30 Millionen mehr geboten für Twitch und die haben sich trotzdem für Amazon entschieden. Ich muss auch. Hätten sie uns noch mitkriegen können für die 30 Millionen. War 30 Millionen. Und noch ein bisschen mehr. Noch ein paar andere. Ja, ja, genau. Das ist eine Handlungssache. Also. Ja, und die nächste Frage ist dann, was macht Facebook? Na, weil Facebook kommt jetzt auch rein in den ganzen Markt und am Ende wird es ein Battle werden und derjenige, der davon profitiert, ist wahrscheinlich der Künstler selber. Na, weil vielleicht, ja. Weil man auch dann, also wir machen es ja auch so, wir sind ja auf YouTube und auf Twitch und wenn Facebook auch noch kommt, dann kriegen die auch noch was. Super. Also letztendlich, solange keiner sagt, wer exklusiv bei uns ist und nur bei uns sein darf, dann würde es interessant werden, ja, im Sinne von, man müsste sich für eine Plattform entscheiden. Aber als Künstler bin ich ja daran interessiert, sage ich mal, in der Regel eine möglichst große Reichweite zu erzielen. Also ist es mir eigentlich fast egal, ob es auf Twitch oder auf footlocker.de läuft. Ja? Also, solange ich die Macht über meinen Inhalt habe, also sagen kann, ich kann das machen und da wird es ausgestrahlt, dann wer immer es senden will, ist ein Freund von mir sozusagen. Weil, ja, ne, ist ja, ja, positiv. Gibt es noch Fragen? Ja, hier in der vierten Reihe zwei Herren. Ihr habt die Testphase komplett überstanden. Es läuft gut, immer mehr Zuschauer pro Tag. Was ist denn das höchste Ziel, was ihr euch gesetzt habt? Irgendwann 24/7 live und nicht nur 24/7 online? Nee, also nicht 24/7 live ist nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist es, wir sind ja wirklich ins kalte Wasser gesprungen und sind mit Pannen, Pauken und Trompeten gestartet und haben auch das Team, was vorher Game One produziert hat, komplett übernommen, um den Sender zu machen. Ich glaube, andere Firmen hätten eventuell 10 Leute ausgetauscht, weil das waren halt 25 Leute, die ein 22-minütiges wöchentliches Magazin gemacht haben und einen Bewegtbild-Blog dazu produziert haben. Die haben halt zum Teil vorher noch nie in der Regie gesessen, die haben noch keinen Sender gemacht. Keiner von uns hatte vorher schon mal einen Sender gemacht. Und also unsere Ziele sind, uns täglich Schritt für Schritt von den Abläufen her zu professionalisieren und die Inhalte nachhaltig zu verbessern. Also das heißt, dass ich meine, wenn manche hier in dem Saal unseren Sender öfter gucken, es hakt ja manchmal auch noch an so der einen oder anderen Stelle und da sind wir halt dran, dass das flüssiger wird und auch vor allem, wie zum Beispiel jetzt unsere Late-Night-Show Mittwochabend, Bonjour, da haben wir jetzt einen Redakteur schon mal drauf sitzen. Am Anfang war da kein richtiger Redakteur drauf. Und wenn man jetzt, keine Ahnung, ich möchte nicht wissen, wie groß die Halligalli-Redaktion ist. Also zwei. Das ist doppelt so viel. Ja. Hello? Naja, auf jeden Fall Inhalte verbessern, technische Abläufe professionalisieren, das sind unsere Ziele. Also wir wurden ja auch schon oft gefragt, warum macht ihr nicht sowas wie Game One auf dem Channel. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht gerne wollen würden, sondern es ist natürlich auch immer eine finanzielle Sache. Und wir haben eine Mappe voll mit Ideen, die wir gerne verwirklichen würden. Was kommen könnte. Ja, was kommen könnte, ist ja auch ein Format, wo wir zumindest drüber sprechen, ja, was wir gerne machen ja würden. Allem, was zu machen. Immerhin. Jetzt kommen Sachen, die wir uns nicht leisten können, aber die theoretisch. Exakt, das ist so. Ja, und natürlich würden wir gerne sowas wie Game One wieder machen oder noch aufwendigere Einspieler oder so. Also es mangelt nicht an Ideen oder Kreativität oder so, sondern man braucht letztendlich auch einfach die Kohle. Und die ist nach wie vor im Fernsehen da. Da wird sie vielleicht anders verteilt oder so, aber im Internet ist es noch extrem schwer, an diese Pötte ranzukommen, die einem das eben ermöglichen. Wir haben das ja auch selber erlebt auf YouTube, obwohl wir da mit 200
20.000 Abonnenten eigentlich eine ganz, ganz ordentliche Zahl haben. Das ist aber für den Aufwand, den wir betreiben, absolut nichts. Also ein Gronkh hat über 3 Millionen. 3,6 Millionen. Ne? Heute Morgen waren es noch 3. Ja. Und ja, das ist einfach, und wir haben 3 Jahre gebraucht, um auf 220.000 zu kommen. Ja? Und das ist einfach mit der Kohle, die da reinkommt, jetzt mal nur über YouTube oder so, ist es einfach nicht möglich, eine Sendung wie Game One zu machen, an der vorher 22 Leute auf der Payroll standen. Das sind ja alles 34. Ja, mittlerweile sind wir 34 Leute, die diesen Sender betreiben, die alle auch gerne irgendwie ihre Miete zahlen möchten. Und das ist einfach nicht so einfach, dann qualitativ immer das abzuliefern, was man gerne hätte. Und da würden wir aber gerne hinkommen, dass man irgendwann sagt, okay, die Einnahmen sind so gut, dass wir die in den Sender stecken können und richtig geile Schissel anbieten. Schissel anbieten. Das wird aber auch mit einem Schissel. Ne? Also, ja, genau, dass wir richtig solche Sachen machen können. Also wenn sowas wie Game One wöchentlich auf unserem eigenen Sender läuft, dann würden wir uns schon sehr, sehr freuen. Ich glaube, wichtig ist nur noch zu sagen, dass nicht immer Live-Content automatisch, es ist oft der beliebtere Content, aus welchen Gründen auch immer, psychologischer Natur, aber es ist nicht immer das Beste. Also wenn man eine Stunde zu füllen hat, kann man auf unendlich viele Arten füllen. Und wenn man eine Game-One-artige Sendung machen würde über irgendein Thema und das in einer Stunde, da könnte man viel mehr Informationen vermitteln als in einem Live-Segment, ja, wo dann die Hälfte der Hardware ausfällt und man eigentlich sich nur aufregt, dass es nicht läuft. Also es ist so, im Moment ist live interessanter, weil es eben auch mit Fehlern behaftet ist und nahbarer und authentischer und das mögen ja alle, aber wir persönlich würden schon gerne Sketch-Shows machen, irgendwelche Comedy-Shows, irgendwelche Wochenend-, irgendwelche riesen Samstagabend-Shows mit Thomas Gottschalk, der sie moderiert, der bei uns darf. Aber der wird ja bald wieder ein bisschen günstiger. Also, wir sind selbst, glaube ich, gespannt, wie es sich entwickelt. Also es wird bestenfalls ein Misch aus den beliebtesten Konzepten, ja. War denn noch jemand? Wollt noch irgendwas? Da war noch jemand. Ja. Zwei Herren. Dankeschön. Statt Game One habt ihr jetzt Game Plus. Das ist auch okay. Meine Frage. Im Internet geht der Trend, oder beziehungsweise sind Formate, müssen kurz sein, müssen knackig sein. 2-3 Minuten, PewDiePie-Video, muss knallen, ganz viele Schnitte. Ihr habt ja eigentlich komplett das Gegenteil. Bei euch kann ein Live Almost Daily einfach mal 4,5 Stunden gehen. Und die Leute gucken halt trotzdem zu. Oder Jan Tenner, wo einfach mal nichts passiert, außer dass man wirklich nur zuhört. Habt ihr euch wirklich dagegen ausgesprochen? Wir wollen jetzt nicht so kurze Formate, dass es so zack, 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 sondern das mehr ausbauen und halt wirklich diese Wohlfühlatmosphäre in Anführungsstrichen ein bisschen ausbauen. Ja. Ein Cutter kostet halt auch wieder Geld, ne? Also die Schnitte müssen ja irgendwo herkommen. Nee, aber jetzt mal ehrlich, ist jetzt nicht so, dass wir krampfhaft versucht haben, gegen den Strom zu schwimmen oder so, aber wir kommen halt vom klassischen Fernsehen, sage ich mal. Das ist unser Background, das haben wir halt so gelernt und im Prinzip haben wir einfach das weitergemacht, nur auf einer anderen Plattform. Und wir sind ja zwar noch jung in einer gewissen Art und Weise, aber so gemessen am durchschnittlichen YouTuber sind wir ja schon alte Schuhe, sage ich mal. Ja? Und das ist mir persönlich das selber schon zu hektisch. Also ich kann da gar nicht mehr, mir ballert das dann so ein 5-Minuten-Clip mit den schnellen Schnitten, das ballert mir so ins Hirn, ich kann das nicht genießen. Das soll überhaupt nicht wertend sein. Ich kann das voll verstehen, dass jüngere Zuschauer, die auch ganz anders aufgewachsen sind mit anderen Medien und so weiter, dass für die das was anderes ist. Aber wir haben Pitfall noch auf dem Atari 2600 gespielt und sind nicht mit damals Call of Duty 4 eingestiegen. Ja, es verändert die Rezeption. Es ist so, ja. Und wenn du halt das gewöhnt bist, du siehst ja, wie junge Leute eine SMS tippen und ne, bei mir kommt halt da, das dauert halt länger. So. Und deshalb ist das, glaube ich, wir machen halt einfach das, wo wir uns wohlfühlen, genau. Was wir können und was wir auch selber gucken würden. So. Das war eigentlich immer so unsere Maxime, dass wir Sachen machen, hinter denen wir stehen und auf die wir selber Bock haben. Und das wäre auch nicht authentisch, wenn wir jetzt irgendwie versuchen würden, einem Trend zu folgen, der zwar gut ankommt, aber der einfach nicht null zu uns passt. So. Ne? Wie ist es denn bei euch mit der Länge, wenn ich mal so querfragen darf? Das ist eine sehr schöne Frage. Na, jetzt wollen wir keinen Längenvergleich machen. Oh Gott, Angst. So kumpelhaft erkundige ich mich.
Aber ich meine, habt ihr da auch Wunschlängen? Nein. Also, nein. Jetzt hör mal auf. Also, pass auf. Das ist ja wie bei unserer Community. So ein Twitch-Chat ist das, ja. Mir leid. Also sehr, sehr unterschiedlich. Also Let's Plays sind ja generell länger, ja, und alles, was Non-Gaming ist, ist sehr kurz geschnitten, sehr viele Jump-Cuts eingebaut, und das ist halt deshalb, weil diese Recommendation-Liste halt nebenan läuft und du bist halt ständig abgelenkt und willst woanders hin. Ja? Also wenn irgendwie, es gibt ja so eine Studie, es gibt eine Studie, die besagt, dass ein Goldfisch nur 3 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne hat. Ja. So, und wir vergleichen den Zuschauer immer mit dem Goldfisch, ja, weil du darfst nicht länger als 3 Sekunden langweilig sein. Da schaltet der Kunde wieder ab. Ja. Der Zuschauer schaltet dann weg, weil dann gibt es ja irgendwas nebenan in dieser Recommended-Liste, was ablenkt, und dann klickt man da drauf. Das ist aber nicht bei jedem Inhalt so. Und bei den Let's Plays ist das nicht so, bei eurem Zeug wird es auch nicht so. Der Goldfisch lebt aber auch nur 3 Wochen, ne? Also darf man nicht vergessen. Ist ja, das ist aber bei denen nicht so. Ja? Da schwimmen ganz viele rum. Aber das ist halt die Frage. Setzt man sich vor dem Format hin und guckt man länger zu? Das ist ja bei euch so. Ja? Da gibt es dann auch nicht so viel Ablenkung und man macht auf Großbild und schaut dazu. Oder ist es ein Stück Content, worauf man einfach ganz kurz drauf gucken will, und wenn das langweilig wird, dann klickt man schnell wieder weg, weil immer relevante, ähnliche Videos und vergleichbare Videos in der Liste daneben angezeigt werden. Und deshalb ist es sehr, sehr stark, je nachdem, was für Content man ausspielt, der Fall, ob man lang oder kurz macht. Hier vorne gab es noch eine Frage. Nicht, hat sich erledigt? Dann gehen wir hier weiter. Ja, Dankeschön. Das beste Format auf Game One damals war ja der Podcast. Da hattet ihr einfach Zeit, euch mal mit einem Thema auseinanderzusetzen, mal 1 Stunde oder 9. Und ihr wart dabei witzig, ohne dabei unerträglich zu sein. Also eigentlich die total gute Mischung. Die Frage ist, warum macht ihr nicht so ein Format auch wieder mit dem Ziel, dass es dann eben auch noch eine Zweitverwertung hätte als Podcast, eben neben der Live-Fernseh-Ausstrahlung sozusagen. Weil es ja auch durchaus Leute gibt, die zwar Spiele gut finden und sich dafür interessieren, die aber nicht den ganzen Tag vor irgendwelchen Twitchen verbringen können. Das ist ein guter Punkt. Ich meine, wir überlegen natürlich auch oft über sowas. Ich glaube, da fehlen uns die Daten, wie viele User wir verlieren würden, wenn wir jetzt zum Beispiel alle Almost Dailies als RSS-Feed-Podcast anbieten. Dann gibt es halt genug Leute, so wie ich habe ja auch meine Podcasts. Ich gehe da nie auf irgendeine Seite oder klicke auf irgendeine Werbung, sondern ich kriege die einfach direkt auf mein Handy. Und dann verliert man natürlich schon die Leute, die dann normalerweise auf Twitch gehen würden, auf YouTube gehen würden. Das wiederum kostet uns Geld, und von dem Geld müssen wir am Ende den Shit weiter produzieren, den wir machen. Das heißt, es wird immer weniger, mit dem wir mehr produzieren sollen. Also wir haben einfach Angst. Was kann natürlich auch neue Nutzergruppen erschließen, es kann aber auch furchtbar in die Hose gehen. Und wenn man es dann wegnimmt, das ist die Krux, dann heulen alle. Und das zu Recht, weil irgendwo ist denn los, ich habe doch einen Podcast gemacht. Warum ist der jetzt nur noch 2 Stunden und nicht 9 wie der letzte? Und irgendwie ist man dann ständig in Erklärungsnot. Und das ist so, glaube ich, der Punkt, wir reden da ständig drüber. Und wir können uns nicht entscheiden, ob es ein guter Schritt wäre, sprich, ob uns das mehr Community am Ende bringen würde, oder ob es ein schlechter Schritt wäre, weil es uns halt noch mehr Leute wegnimmt. Es ist schwer zu sagen, wenn du jedes Mal, wenn du so einen Podcast hörst, dann irgendwie 1 Euro spendest, dann wäre es okay. Aber sowas, es muss ja alles gratis sein, unendlich lang, jederzeit verfügbar und am besten genauso, wie es jeder Einzelne hier im Publikum so hätte gerne. Und das ist unglaublich schwer, da jeden zufriedenzustellen. Ja. Weil wir müssen ja auch überleben, ist ja klar, ja, wir müssen irgendwie mit der Werbung auch leben. Ja, und so eine Villa kostet halt auch was. Ja, oder? Und die Autos. Man will ja auch in Sachen Lifestyle, willst du ja nicht runter. Also. Nächste Frage. Das Mikrofon bräuchten wir mal hier vorne. Hi. Ihr habt früher ja in so einem Kreativprozess so Figuren kreiert wie Eduard Laser oder den Captain. Werden wir die in Zukunft nochmal wiedersehen, oder sind die mit Game One ein bisschen beerdigt worden? Nicht unbedingt als eigenes Format, sondern eingebettet in zum Beispiel in Almost Daily oder so etwas? Gab es ja schon. Also Eduard Laser, habe ich gehört, ist schon in diversen Formaten aufgetreten. Dauerhaft, ja, ich weiß nicht. Also das ist nicht eine, das ist eher eine Entscheidung, ob man sich da nicht irgendwann satt sieht. Also man kann ja auch irgendwann, kann man so einen Gag auch ausreizen, und irgendwann nervt es dann auch vielleicht. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass wenn, solange die Leute sich noch freuen, ihn zu sehen, ist es ja eigentlich ganz gut. Und wenn irgendwann
kann das aber auch kippen, dass man sagt, naja, okay, also mein, sind wir ehrlich, so facettenreich ist er ja jetzt auch nicht. Ne? Also insofern ist man dann vielleicht auch schnell satt, aber es steht nichts dem entgegen, außer unserer Entscheidung. So. Das stimmt. Ja, aber natürlich macht es mehr Spaß, sich eigene neue Sachen auszudenken, die dann auch zum neuen Umfeld passen. So. In dieser, im Game One-Kosmos konnte man auch einfach durch die Schnitttechnik und die Animatoren andere Witze machen, als jetzt in so einem halbstündigen Almost Daily zum Beispiel. Also, oder wo war, was, nee, wo war er? Wir müssen reden, war Eduard Laser. Moin, moin. Da hat er eine Stunde lang getragen, hätte ich vorher nicht gedacht. Also hätte man mich gefragt, hätte ich gesagt, nee, ich glaube, das ist so ein Charakter, der funktioniert in 3-Minuten-Videos, den kannst du nicht auf eine Stunde, da ist so Butter. Und der hieß nicht Captain, sondern der hieß Captain aller Captains. Nee, das war der Song. Er hieß schon Captain. Okay, weil er ist der Captain aller Captain. Braucht man nicht mehr. Zwei Captains reichen. Wenn du der Captain aller Captain verstehst. Okay, ja, sorry, ich meinte. Aber der bleibt bei Game One, den könnt ihr gerne haben bei Viacom. Nächste Frage hier vorne. Könnt ihr gerne haben. Gleich zwei. Ist an? Ja, gut. Ihr seid ja zusammen ein unglaublich kreatives Team und wir hatten gerade das Thema Freiheit. Wie frei seid ihr denn auf Twitch wirklich? Und darf man euch die Frage überhaupt stellen? Freiheit ist uns wichtig. Ja, natürlich darf man die Frage stellen und Freiheit, also wir haben die Freiheit, abgesehen von, was Arno auch schon gesagt hat, so lizenzrechtlichen Dingen, also dass wir uns an gewisse Jugendschutzbedingungen Urheberrecht, ja, plus minus, also es gibt natürlich gewisse Sachen, an die wir uns halten müssen, aber jetzt so rein inhaltlich sind wir schon relativ frei, also wenn wir sagen, wir wollen, weiß ich nicht, die Show über Butter machen, das Beste, was mir eingefallen ist. Absolut, super. Die Show über Butter. Ja, dann machen wir halt Butter-TV. Ja, und es kann dann keiner sagen, sag mal, seid ihr bescheuert, eine Show über Butter? Also das würde dann wahrscheinlich der Simon sagen. Und dann würden wir abstimmen. Und dann gucken. Ich habe eure Kochsendung auf Englisch gesehen. Ich glaube, viel exotischer geht's nicht mehr. Nee, aber so deshalb inhaltlich können wir natürlich schon ziemlich viel machen. Vorausgesetzt, es ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage. Also das hatte ich ja auch vorhin gesagt. Es gibt ja einen Grund, warum 80% unserer Sendung letztendlich Reden ist. Mal reden wir in dem Set, mal reden wir in dem Set, mal reden wir über das, mal reden wir das. Aber es ist schon sehr viel Reden, wenn man mal genau hinguckt. Und das liegt einfach daran, dass das alles andere halt auch sehr, sehr kostspielig ist. Also wir hatten ja da zum Beispiel die Greenscreen-Show, was so ein lang gehegter Traum von uns ist, was nach wie vor ein super Format ist und auch mega abgehen würde. Aber um das geil zu machen, würde es einfach auch ein ordentliches Budget voraussetzen. Das heißt, wir haben die Freiheit, es zu machen, aber wenn wir es gut machen wollen, dann können wir es nicht. Also insofern sind wir auch wieder limitiert. Hat es die Frage irgendwie? Also am besten ist jeder, der einfach alles selbst machen kann. Wer selbst schneiden kann, selbst Animationen machen kann, eigene Musik machen kann, der ist schon mal relativ safe. Also das Problem kommt immer, man braucht irgendeine Musik. So eine Art Til Schweiger. Ja, der kann alles. Der kann alles. Der kann alles. Also wenn ihr nicht Til Schweiger seid, habt ihr echte Probleme, weil ihr werdet immer verklagt, geclaimed. Was gibt's da noch alles? Verprügelt? So, das sind so die drei großen Fouls. Drei großen Fans. Hier vorne noch eine Frage. Erstmal riesengroßen Respekt an das, was ihr bisher so aufgebaut habt. Also ich bin wirklich beeindruckt, muss ich sagen. Und beim Zuschauen. Ja, die Republika hier meinst du, oder? Ja, genau. Ja, das war schon nebenbei, haben wir mal gemacht. Seid ihr da auch involviert? Nee, also ich hab immer so ein wirkliches Wohnzimmergefühl tatsächlich, wenn ich euch zuschaue, was ich wirklich klasse finde. Also dieses Persönliche, dieses wirklich sehr Community-gebundene finde ich wirklich klasse, also unbedingt weiter so. Was ich mal fragen wollte, könntet ihr euch vorstellen, auch in Zukunft mal wieder Abstand zu nehmen von Twitch? Oder ist das jetzt tatsächlich so das große Pferd, auf das ihr setzt? Weil ich meine, wir haben jetzt schon ja gehört, irgendwie, dass es da Limitierungen gibt, also zum Beispiel hier diese 90% Let's Play-Geschichte und sowas. Du, Eddie, hattest es ja gerade schon mal angesprochen, irgendwie, dass ihr versucht, irgendwie auf möglichst vielen Plattformen gleichzeitig vertreten zu sein, aber ich stelle mir das recht schwierig vor, muss ich ehrlich sein. Könnt ihr euch vielleicht sogar vorstellen, irgendwann mal im wirklichen Fernsehen
zu laufen? Oder ist wirklich? Es auch schon das ist gar nicht relevant. Das ist momentan gar nicht relevant, weil wir konzentrieren uns momentan auf die Inhalte und auf die Verbesserung der technischen Abläufe. Ob das bei Twitch ist, ob das über eigene Server abgespielt wird oder ob das auf dem Fernsehsender läuft, ist eigentlich momentan nicht wichtig. Wir fühlen uns wohl bei Twitch, weil wir alle Freiheiten haben. Die haben ja eigentlich nur die Sparten Gaming und Musik und die haben für uns extra eine Ausnahme gemacht. Alles was von Rocket Beans, wir können machen, was wir wollen. Jetzt haben wir eine Morning Show, eine Call-In Show, eine Quiz Show, eine Late Night Show, DJ Sets. Das hat ja alles nichts mit Gaming zu tun. Und Talkshow, Kinomagazin. Deswegen, darauf konzentrieren wir uns. Und wenn wir das alles im Griff haben und ein Level erreicht haben und wir sagen, das ist das Niveau, was wir irgendwie erreichen wollten oder es geht in die Richtung, dann machen wir uns vielleicht Gedanken, ob wir es über eigene Server machen oder ob wir bei Twitch bleiben oder wie auch immer. Aber das ist gar nicht unser Fokus jetzt im Moment. Und die zweite Frage, wirkliches Fernsehen, finde ich schon, die Bezeichnung ist schon, weil man hört die ja häufiger, ne? Echtes Fernsehen, wollt ihr nicht mal echtes Fernsehen oder so. Also haben wir ja auch jahrelang gemacht und also ich kann jetzt, ich persönlich kann nur sagen, es hat noch nie so viel Spaß gemacht, Inhalte zu machen wie zurzeit. Ja. Das ist, und das meine ich echt ernst. Natürlich läuft das alles auf einer kleineren Bühne ab und wird auch von gewissen Leuten immer noch belächelt und nicht so ganz ernst genommen und so. Aber ehrlich gesagt ist uns das egal, weil wir haben eine Community, auf die sind wir mega stolz. Wir haben Zuschauer und ob das jetzt 200.000 oder 200 Millionen sind, ist, was macht es für den Inhalt erschaffenden eigentlich für einen Unterschied? Also wir können das machen, wir können das umsetzen, was wir lustig finden, was uns Spaß macht und wir können davon leben noch und den Leuten gefällt es und das ist einfach eine absolute Luxussituation. Deshalb würde ich mich jetzt auch nicht hinsetzen und sagen, ich will aber auf ProSieben. Ja, weil wenn du auf ProSieben bist, dann hast du aber auch den Programmchef, der wieder sagt, oh, heute war aber nur 0,8%, ne? Nächstes Mal machen wir doch die Frau mit dem BH. So. Ja, das ist wirklich das Problem, dass man eben immer unterworfen ist bestimmten Zwängen, und das, die man von außen aufgedrückt bekommt, die wir nicht haben. Denn wir sind unser eigener Chef. Der Ede kann zu mir kommen und sagen, ey, ich finde dein Programm aber scheiße. Und dann sage ich ihm dasselbe. Machst du es trotzdem. Wir machen es trotzdem, aber wir haben beide nichts erreicht. Ja. Aber irgendwie, das ist schon, es macht viel mehr Spaß, weil man das Gefühl hat, wir machen es für uns, für euch oder auch, also natürlich auch für uns, aber eben auch für andere. Man kriegt direktes Feedback. Es ist irgendwie was, es fühlt sich anders an, als eine Woche auf die Sendung zu warten, hoffen, dass sie dann bei Viacom nicht ohne Ton gesendet wurde oder 15 Minuten zu früh. Das können wir selber machen ohne Ton. Das kriegen wir selbst hin, genau. Verplanen können wir es selbst. Und dann am Ende zu warten, ah, okay, was sagen Sie jetzt zu diesen 15 Minuten? So ist es einfach viel nahbarer. Es hilft uns auch, diese Art von Web-Video-TV hilft uns ja auch tatsächlich, schneller Feedback und kreativen Content zu generieren. Und man muss auch sagen, wir haben ja die Fernseherfahrung als direkten Vergleich. Und obwohl wir hatten echt Glück bei Viacom und bei MTV, weil die uns sehr viel Freiraum gelassen haben. Total. Das ist aber überhaupt nicht selbstverständlich. Und dieser Freiraum musste auch hart erkämpft werden in den ersten Game-One-Jahren. Also da könnte Simon Stories erzählen. Darfst du nicht, aber könntest du mal. Was da am Anfang, was die für eine konkrete Vorstellung hatten, wie es aussehen sollte, bis sie irgendwann entnervt die Flinte ins Korn geworfen haben und gesagt, komm, lass die einfach machen. So schlimm war es. Und, nicht zu. Aber das ist halt nicht selbstverständlich. Also selbst Kreative, es gibt sicherlich ein, zwei Ausnahmen, aber die große Masse der Fernsehsendungen im wirklichen Fernsehen, da guckt immer noch mal der Chefredakteur, der Programmchef und so weiter und so fort. Du hast immer eine riesen Abnahmekette und Leute, die mitsprechen wollen, die aber teilweise so weit weg sind von den Inhalten, aber es trotzdem eigentlich besser wissen. Beziehungsweise das Problem ist, wenn die Quote super ist, macht man alles richtig und sobald die Quote aus welchen Gründen nicht stimmt, werden einfach drastische Maßnahmen gezogen und es werden Entscheidungen getroffen, die einfach sehr streitbar sind, wie man die Inhalte verändern soll. Und da hatten wir wirklich bei der Viacom, wir hatten totale Narrenfreiheit, die wir uns erarbeitet haben, weil die am Anfang Sachen gesehen haben, die sie nicht verstanden haben oder Schwierigkeiten mit hatten, aber es gemerkt haben, wie die Community immer größer wurde und uns dann einfach vertraut haben und wir ein super Verhältnis auch zu dem leitenden Redakteur dort hatten, weil der wusste, die wissen, was sie tun. Wir kommen jetzt zu der letzten Frage. Da hinten war noch eine Meldung. Ach ne, kannst du auch noch. Machen wir noch zwei Fragen und dann kommen wir zur Live-Session. Oh, moin, moin. Ich wollte fragen, dadurch, dass Game One damals ja durch MTV bzw. Viacom erst die Sanktionen erlitten hatte und dann eben eingestellt wurde, ob ihr jemals wieder zu denen zurückkehren würdet, wenn es sich jemals wieder anbieten würde.
Nein, Quatsch. Also natürlich ist das möglich. Mit Sanktionen meinst du, als sie die wöchentliche Sendung auf 14-tätig runtergeschraubt haben? Nee, wir hatten vor 2 Wochen einen Telefontermin mit der Viacom, die Lust auf Zusammenarbeit haben. Das ist okay. Und es war wichtig, dass wir da keine verbrannte Erde hinterlassen. Und die haben es halt nicht mehr refinanziert bekommen, was sehr, sehr schade ist. Und ja, ich finde es absolut genial, dass wir jetzt 6, 7 neue Leute eingestellt haben, eigentlich keinen Auftraggeber haben, unser eigener Auftraggeber sind, mehr oder weniger die Seiten gewechselt haben und machen können, was wir wollen. Das ist super. Aber das Schöne ist, dass wir jetzt eine andere Position einnehmen können in den Gesprächen, ja. Weil wir sie jetzt nicht mehr brauchen. Das ist einfach so. Und das ist auf jeden Fall schön zu wissen, weil davor waren wir natürlich immer so, wir hatten ja auch die Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber, genau. Und wenn dann da ein Auftraggeber sitzt und sagt, ihr müsst aber, sag ich mal, mehr machen für weniger Geld, dann müsstest du eigentlich aus wirtschaftlicher Sicht sagen, nö, machen wir nicht. Aber in dem Moment, wo da eben auch Berufe dranhängen von jungen Menschen, die irgendwie Tag ein, Tag aus da ihr Herzblut reinstecken und du nicht nur für dich selbst die Entscheidung triffst, sondern eben für ein gesamtes Team, das dann als Konsequenz, wenn du in so einen Vertragspoker gehst, musst du dir auch bewusst sein, dass die Konsequenz eben auch sein kann, ja gut, dann halt nicht. Und dann hättest du allen sagen müssen, ja Leute, hat nicht geklappt, wir wollten mehr, es gab weniger, wir haben uns nicht geeinigt und jetzt müsst ihr alle gehen. Und deshalb sind wir jetzt in einer besseren Situation, dass wir sagen können, klar können wir uns vorstellen, mit Viacom wieder was zu machen. Es war ja eine fruchtbare Zusammenarbeit über Jahre hinweg. Aber die Bedingungen können wir jetzt so justieren, dass sie für uns auch passen. Genau. Und das ist natürlich cool. Super. Es gibt was? Kein Beef. Kein Beef? Nein. Nee, es gab nee. Auch es gab kein Beef. Es waren echt gute Gespräche. Ja. Also ja. Es war doch, sonntags 20.15 Uhr. Ja. Hier vorne noch die letzte Frage. Hi, ich hätte noch mal eine Frage zur vorletzten gestellten Frage. Mit dem Fernsehen sehe ich ein, dass er auf den Content drückt, aber wie sieht es denn aus mit der Verteilung auf andere Live-Plattformen? Also YouTube ist ja jetzt irgendwie auch im Kommen. Inwiefern seid ihr da irgendwie an Twitch gebunden oder macht es Sinn, auf andere Plattformen gleichzeitig zu streamen? Ach, wir wollen das jetzt schon erstmal, was den Live-Content hat, auf Twitch stattfinden lassen und eigentlich die gleiche Antwort, die wir vorhin gestellt haben, und uns konzentrieren, dass wir an den Inhalten arbeiten und an den Abläufen und auch logischerweise die Reichweite steigern, aber ja, das wird es ein bisschen verwässern auch. Ist doch eigentlich auch ganz gut, dass es konzentriert ist und die Leute wissen, da finden sie uns und wissen, dass sie es im YouTube-Archiv nachschauen können. Also so richtig gibt es ja auch noch keine wirkliche Alternative, wo man sagt, da müsste man hin, weil Twitch ist momentan, was Livestreaming angeht, eben die Nummer 1. Und da gehören wir hin. Und da kommt halt auch erstmal. Da kommt dann erstmal auch lange Zeit nichts. Also, aber in dem Moment, wenn irgendein Mega-Player da noch auf den Markt stößt und man das Gefühl hat, das macht aber Sinn, dann muss man natürlich darüber sprechen. Ja, aber also eigentlich ist es, wir wollen ja die Leute auch irgendwie sammeln auf einer Plattform. Also irgendwie macht es ja auch Sinn zu sagen, hier ist das Zuhause. Am liebsten wäre es uns ja, dass wir die direkt über die Webseite Rocket Beans TV einschalten und wir sagen können, Rocket Beans TV, weil wenn wir irgendwann mal in 5 Jahren feststellen, hier, wir wollen gar nicht mehr auf einer Streaming-Plattform sein, sondern wir wollen vielleicht selber eigene Server-Farmen aufbauen. Dann müsste man immer wieder neu kommunizieren, wo die Leute das gucken. Genau. Also aber was wäre schon so ist, dass wir mit anderen Sendern unter anderem auch sprechen, was Content-Spiegelung anbelangt. Insofern, ja, ist auch schon vorstellbar, aber dann mit dem Rückkanal, der auf Twitch hinweist, hier geht die Party ab und da sollt ihr bitte sein. Arno, Ronald und ich verlassen jetzt die Bühne. Hat Spaß gemacht mit euch. Ihr spielt welches Spiel? Ich habe keine Ahnung. Also wir cool. Haben GTA vorbereitet. Das, was funktioniert. Ja, wir gucken mal, was funktioniert. Ihr seid herzlich eingeladen, hier zu bleiben, dabei zu sein. Wir verabschieden super. Uns. Ne? Tschüss. Viel Spaß. Ja, danke schön. Viel Spaß. Wir das auch. Macht's gut. Tschüss. Aber Ede, ich muss jetzt erstmal aufs Klo. Du schaffst eine Minute alleine, gell? Ja, ich mache eine Minute alleine kriegst du. Ja, ich kann ja mich mit der Technik schon mal auseinandersetzen. Ja, dann geh du schnell pushern. Es ist so. Aber mach das Wasser. Bitte mach dein Mikrofon aus. Ja, das habe ich gerade kurz überlegt. Soll ich ausmachen? Ja, wohl, lass es an. Es wäre doch so verrückt und authentisch, hä? Lass es an.
Okay. Ja, nee, da ist wieder. Ich kann ja ganz kurz mal sagen, wir hatten technische, wer hätte es gedacht, wir hatten technische Probleme im Vorfeld dieses Let's Plays, weil, und das ist kein Scherz, Xbox Live zurzeit down ist. Ja, also wir wollten eigentlich ein bisschen online GTA zocken. Hä, wieso ist denn das jetzt da? Aber tatsächlich war bis vor eben noch die Ansage, die Xbox-Server, also wirklich Xbox Live, nicht hier, das liegt nicht hier an der Location, sondern an den Xbox Live-Servern selbst, die waren offline oder irgendwie eingeschränkt. Ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Stand ist. Wir wollten eigentlich online GTA spielen. Vielleicht spielen wir offline GTA. Story Mode. Ja, ich weiß nicht. Das Problem ist, wir müssen erstmal aus dem Prolog rauskommen, der 8 Stunden geht, glaube ich. Oder sind wir da schon raus? Ich weiß selber nicht. Ich nehme einfach jetzt schon mal hier ein Pad. Ich nehme einfach mal beide Pads. Wer kennt das Spiel? Kennt ihr es alle? Ja, ne? Oder? Ja. Kennt ihr schon GTA 6? Nee, ne? Ja, das Ding ist, wir sollen hier mal, also viele von euch werden wahrscheinlich auch wissen, was ein Let's Play ist und sich sagen, warum machen die das jetzt, ne? Aber vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der bis heute sich fragt, warum eigentlich Let's Plays und was ist überhaupt die Faszination an so einem Let's Play. Und da kann ich nur sagen, ich weiß es nicht. Ihr müsstet das eigentlich beantworten, falls ihr Let's Plays guckt oder so, aber ich persönlich glaube immer, dass es so ein bisschen auch dieses Ding ist, dass man einem beim Spielen zugucken kann, ohne selber spielen zu müssen. Ist erstmal paradox, weil das Tolle am Spielen ist ja, dass man selber Hand ans Pad anlegt, also macht ja eigentlich Sinn. Wir haben uns extra ein pädagogisch wertvolles Spiel ausgesucht. Okay, ich kann den Spielstand laden. Okay, das ist gut. Wie denn? Spiel laden. Naja, ich hab's. Okay, wir müssen doch nicht. Ich höre gerade, wir müssen nicht den Prolog spielen. Was schon mal echt ein Vorteil ist. Du bist nicht angemeldet. Ja. Wer sind Sie? Also tiefgründige Fragen. Ey. Rechts, 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 rechts. Das. Ne? Okay. Ja, wo war ich? Genau, Let's Plays. Also zum einen glaube ich, viele Leute gucken gerne bei Let's Plays. Das ist, hä? Das, ach so. Mach du das doch mal kurz. Ich kann das auch nicht. Dann mach du das doch mal kurz. Das ist Marian, unser Praktikant. Ja, ich glaube, dass die Faszination bei Let's Plays, dass das viele Gründe hat. Aber zum einen natürlich, viele auf YouTube können ein Spiel zusehen beim Zocken, was sie vielleicht selber nicht spielen können, entweder aufgrund der Altersbeschränkung oder vielleicht auch aus finanziellen Gründen oder weil sie die Konsole nicht haben oder so. Das heißt, man kann trotzdem mitsprechen über ein Spiel, obwohl man es selber nicht hat und obwohl man es selber nicht gezockt hat. Und zum anderen, die erfolgreichen Let's Player, das sind ja in der Regel Leute, die zu denen man in irgendeiner Form auch eine Beziehung aufgebaut hat, die man jetzt nicht, die man über Jahre hinweg verfolgt hat, vielleicht über Videos oder so und man irgendwie das Gefühl hat, ich kenne den und ich erlebe das Spiel mit dem, wie so ein großer Bruder oder so oder einfach ein Kumpel. Ich glaube, das sind so zwei ganz wichtige Faktoren, warum Let's Plays funktionieren, aber so ganz genau weiß ich es auch nicht. Es ist ziemlich erstaunlich, muss ich sagen, dass es auch gerade zum Beispiel im Bereich Minecraft, fast alle Let's Player, die Erfolg haben, fast alle zocken Minecraft. Kannst du mir einer erklären? Nee, ne? Ihr wisst auch, also ich meine, wie viele Let's Plays zu ein und demselben Spiel kann man sich eigentlich angucken? Aber wenn man sich es anguckt, es funktioniert und ich weiß nach wie vor nicht, wieso. Aber trotzdem mache ich jetzt ein Let's Play. Keep struggling, yeah? Simon Kretschmer, erfolgreich zurück von der Toilette, meine Damen und Herren. Ach, danke, danke, danke. Noch geht's. Ach so. Dafür nicht. Ja, ich habe gerade mal erklärt, was denkst du denn, Simon, was Let's Play oder warum Let's Plays so erfolgreich sind? Hast du eine Erklärung? Ich glaube, es liegt an der unmittelbaren Bewertung durch den Rezensanten.
Das ist kein Wort. Also der Typ, der das spielt, hast du dir gerade ausgedacht. Der Typ, der spielt, gibt direkt eine Meinung. Und das hat halt, das ist dieses Gefühl, was jeder kennt, der ein bisschen älter ist. Früher, man hängt mit Leuten zu Hause rum, zeigt denen ein neues Spiel, man will, dass es ihnen gefällt, man zeigt ihnen die coolen Sequenzen, man steigt aufs Auto. Ich wollte einsteigen. Es ist... Wie funktioniert dieses Spiel, Simon? Naja, Y. Ja, natürlich. Ja. Weiß ich doch. ich glaube, es ist eben wirklich die... Also Spiele werden immer größer und immer... und immer experimenteller und wichtiger und man kann immer mehr Sachen machen und man braucht schon jemanden, der einen so ein bisschen reinführt und einem erklärt, was neu ist, was es alles gibt, warum das toll ist, wie die einzelnen Elemente zusammenführen. Also Reviews sind heute einfach ein bisschen komplexer im Stile von Let's Plays, wenn du weißt, was ich meine. Also ja, so stelle ich es mir vor. Ich habe auch keine Ahnung, aber für mich war es immer wichtig, jemanden zu sehen, der ernsthaft Spaß hat. Ich gebe schon auf. Also, ich wollte das Radio ausschalten, ich habe Lamar angerufen. Also ist doch hier. Was ist das denn? Das hast du gemacht, gell? Mach mal das digital links. Mach. Ja, das ist auch ein guter Sender. Ich kann noch ganz ausmachen. Ja, für alle, die es nicht kennen, wir spielen gerade GTA 5, ein sogenanntes Open-World-Spiel. Das kennt man ja, oder? Das kennt ja eigentlich jeder. Ja, die meisten werden es kennen. Wer kennt denn GTA 5 nicht oder hat es noch nicht gespielt? Das würde mich mal wirklich interessieren. Jetzt niemand. Doch, wirklich? Naja, du. Ex-Game One-Mitarbeiter zählen nicht. 1, 2, 3, 4 Leute, ja. Ja, ist ja auch logisch. Es ist eines der erfolgreichsten Spiele, die es gibt. Und Simon weiß auch warum, oder? Ich glaube, es sind die Freiheiten und vor allen Dingen, Leute fahren unglaublich gerne Auto. Es ist echt so, das Autofahren macht am meisten Spaß. Man möchte sich wie eine Sau, du kennst es doch auch, man möchte sich wie eine Sau auf... Hier rückwärts, aber das so fahre ich auch privat, deswegen habe ich kein Auto mehr. Aber hier kriege ich keinen Ärger. Naja, aber... Also ich fand alles Geisterfahrer. Ich fand immer den Autofahrpart bei GTA. Fandst du nicht gut? Ich hasse Rennspiele. Ja, aber der Ballerpart war doch auch scheiße. Also dann hast du ja eigentlich gar nichts vergessen. Ja, aber also der Part, wo man halt einfach, weiß ich nicht, irgendwo langläuft und die Stadt so in sich aufnimmt, so, weißt du? Sowas zum Beispiel, das finde ich schön. Ich würde jetzt, das finde ich auch geil, dass sie in dem Moment merken, das gibt Ärger und dann anfangen. Nimm mir den Sportwagen. Siehst du, er kriegt schon die Panik, er will abhauen. Am Arsch, Junge. Und das ist es. Kennst du dieses, es gibt so ein GIF, es gibt ja jetzt mittlerweile ziemlich viele Mods für GTA, wie früher ja auch. Obwohl Rockstar die jetzt anfängt leider zu verbieten, gibt es wundervolle Mods. Ich habe eins gesehen, wo man als Taube rumläuft und Passanten aus dem Auto rausreißt. Tut mir leid, aber eine Taube, die so entlang läuft, ganz cool und einen dann so rauszerrt. Bist du sicher, dass das eine Mod war oder war das einfach so, weiß ich nicht, nach einer langen Nacht? Nee, habe ich mir nicht ausgedacht. Warum haben wir eigentlich keine Mission? Ich fahre ja völlig falsch. Ich muss ja zu irgendeiner Mission. Ja, oh, komm. Muss mal auf die Map gucken. Ja, ich muss jetzt zum S oder Fragezeichen. Ah, es ist furchtbar. Jeder. Aber, was denn? Nee, wie wir spielen. Was ich toll finde bei GTA ist wirklich, dass. Mit mir meine ich du. Was? Du guckst zu und dann verstehst nichts, gell? Du hast GTA nicht durchgespielt, oder? 5? Nein. Es ist wirklich eines der besten GTAs. Ich habe aber ein Video gesehen. Und das ist das Tolle bei GTA, dass man halt lauter Sachen machen kann, die man nicht machen muss. Ja. Da ist ein Typ frontal, da ist ein Motorradfahrer frontal auf einen Online-Mitspieler gefahren. Und dann sind die so zusammengeknallt, dass der Motorradfahrer irgendwie 30 Meter in die Luft gewirbelt wurde und auf einem Baukran gelandet ist. Ja, das sind so mehr die Lucky Shots, glaube ich. Es gibt eine Menge GIFs mit lustigen Zufällen. Das sah sehr geplant aus. Also. Ja, ich habe auch diesen eingesehenen Multiplayer-Modus, den wir ja leider nicht zeigen können, wo jemand, glaube ich, einen Panzer auch in die Luft befördert. Der explodiert dann in der Luft nochmal und trifft damit einen Jet, der genau in dem Moment, also das ist wegen der verschiedenen Geschwindigkeiten sowas von unwahrscheinlich. Das, auch voll unrealistisch. Es würde funktionieren. GTA ist voll unrealistisch. Wo musst du denn jetzt? Was machst du denn überhaupt? Ich fahre zum S. Für Simon. Da fahre ich jetzt hin. Oh, jetzt startet wahrscheinlich irgendeine Sequenz. Ich hoffe, es ist irgendeine Art von Mission. You're a racist. What? You don't like me. Ach, das ist die Mission. Okay. Jetzt kannst du sie wegdrücken. Ja, ist doch, wollen wir jetzt hier uns Cutscenes angucken? Naja. Ich hab doch meine Mission.
Aber so, um es mal zu zeigen, könnte man ja mal so eine Kasse. Es kommen noch mehr. Es kommen noch deutlich mehr. Für die, die GTA 5 irgendwie noch nicht so wie du durchgespielt haben, holt's euch allein wegen den drei Charakteren, die man spielt, ist es eine Erfahrung, die auch nur so Typen wie Rockstar wirklich in seiner Gänze hinkriegen. Einfach, die haben die Power, die haben die Macht, die können sich durchsetzen, sie haben die Freiheit und sie haben das Geld, um so ein Spiel dann auch so umzusetzen, wie sie es wirklich halten. Das war doch gerade ein K1-Song, den du da zitiert hast, oder? Sie haben die Power, sie haben das Geld. Sie haben die Freiheit und das Geld. Reicht schon eigentlich. Darf man das hier in Berlin? Reicht schon, wenn man das Geld hat. Kriegt man hier in Berlin gleich auf die Fresse, ne? So, ich bin gleich da. Was hat dir denn nicht gefallen an GTA 5, dass du es nicht durchgespielt hast? Nur die Fahrmissionen, oder was? Das Autofahren, die Stadt. Nee, ey, mir hat's eigentlich gefallen. Also, besser geht's doch nicht mehr. Du behauptest immer, dass mir das Spiel nicht gefällt. Ich dachte, nein. Du hast es nicht durchgespielt. Für mich, wenn dir ein Spiel gefällt, wenn dir eine Frau gefällt, heiratest du. Dann spielst du sie auch durch. Nichts anderes ist heiraten. Das ist mit Game Plus und Game Plus. Heiraten ist durchgespielt. Ja. Mit jedem Kind wird es einfach schwieriger. Dann kommen die Credits und dann. Und die Credits dauern den Rest deines Lebens. Die Credits dauern für den Rest deines Lebens. Ja. Nee, ich finde, gute Spiele muss man durchspielen. Nee, und hier hat man auch noch diese Beziehung der Charaktere. Das sind. Warum geht diese Tür nicht auf? Vielleicht, weil das nicht dein Haus ist? Die andere Seite. Ich muss. Ach, das ist die Mission, wo ich über den Zaun springen muss. Ach, die, ja. Ja, die. Das, die dritte Mission, ja, oder die dritte Mission, wo man über den Zaun springen muss. Finde einen Weg ins Haus. Ach, das, ja. Nee, aber um deine Frage nochmal aufzugreifen. Ich habe was gefragt. Ja, warum ich GTA nicht mag. Eine Suggestivfrage. Nee. Ich mag GTA, aber das Problem ist einfach bei diesen Open-World-Spielen, habe ich ja auch neulich schon mal bei Game Plus gesagt, ist, diese unendliche Freiheit überfordert mich irgendwann. Ich kann mich nicht so konzentrieren, ich bin ständig abgelenkt. Ich versuche eine Mission zu machen und auf dem Weg dahin sehe ich 20 Sachen, die mich ablenken und ich kriege diese eine Mission nicht hin. Und dann ist das einfach so zeitintensiv, dann hätte ich gerne lieber was irgendwie... Ja. Ich verstehe schon irgendwas Klares. Ja, ein klares Spiel, wo sei es hier Level, Call of Duty. Level 1 und dann kommt Level 2. Moorhuhn ist ziemlich geradlinig. Du mit deinem Moorhuhn, ey. Ich weiß auch nicht, das hat sich bei mir seitdem ich diese Entwickler kennengelernt habe. Das kennt hier keiner. Das ist... Ja, wahrscheinlich wahr. So, jetzt habe ich endlich eine Ecke gefunden. Oh, hier kann ich doch nicht drauf. Ich muss ja einsteigen und muss das Auto zurückholen. Und da gibt es noch eine Stelle. Ich glaube, die hier. Voll unrealistisch. Ja, schön über den Zaun. So läuft's nämlich. Du sollst einen Schleichmodus wechseln. Der Schleichmodus. Ist doch gar keiner da. Also eindeutig der Schleichmodus. Das sieht man doch. Wenn das der Schleichmodus ist, mein ganzes Leben ein Schleichmodus. Das hat auch ein bisschen was von Wrestling. Hast du einen krummen Rücken, bist du im Schleichmodus. Das ist das, was das Spiel mir gerade suggeriert. Ja. Siehst du, der kann sich noch gerade machen. Ede, normale Menschen. Ja. Gino. Ede? Wir haben gerade einen Sportler bei uns, der bringt uns, der checkt uns durch und gibt uns Noten für unseren starken Rücken und ähnliches. Und du bist auch der Schlechteste, oder? Ich glaube wirklich, dass. Wie kann man denn auch der Schlechteste sein? Naja, weil du ja im Gaming auch nicht so gut bist. Und ach so. Im Leben scheinbar dann. Nein. Naja, ist schon ziemlich bitter. Warte. Das ist übrigens wirklich, das ist eine der frühen Missionen, aber auch eine der ganz tollen, weil man mitkriegt, was für eine Direktfamilie. Der eine Hauptcharakter hat. Ich dachte, man kann sich da festhalten. Das sah aber sehr gut aus. Also kann man hier rein? Wo ist denn nochmal der Eingang? Man kann über ein Fenster klettern, aber man kann, glaube ich, auch über der. Er ist den Gärtner. Schalte den Gärtner aus. Ach, der sieht mich doch gar nicht. Warum? Weil der Gärtner macht überhaupt nichts. Der schneidet die Hecke. Warum soll ich den umbringen? Warum muss man den denn jetzt ausschalten? Weil die Tür verschlossen ist. Ach, wenn die Tür verschlossen ist, nee, schalten wir den Gärtner aus. Na gut, dann holen wir ihn uns. Warum nicht? Schalt halt den Was Gärtner aus. Was ist er auch aus. Da im Garten? Der leichte Weg, glaube ich, hier drumherum. Du bist unsichtbar quasi. Im Moment bin ich unsichtbar und unhörbar. Wie soll er dich sehen? Am helllichten Tag in Los Angeles. Das sind die Momente, da fühlt man wirklich Macht. Oh nein! Das war's wirklich? Die Familie wurde alarmiert. Den hätte ich da eben noch das Genick brechen können, bevor der da hochkommt. Die Familie wurde alarmiert, wie bei der Mafia. Ey. Ich wollte ja gar nicht hin. Ich wäre direkt durch
durchs Fenster. Auf jeden Fall, wir werden es jetzt gleich nochmal erleben. Man kriegt so schön subtil mit, was das für eine Familie ist. Und man hat gleich dann auch mit Michael irgendwie Mitleid und fühlt mit ihm, wenn man ihn spielt. Und das bei drei verschiedenen Charakteren, wovon einer eben, wie er hier, ist er Michael? Nein, er ist nicht. Er ist nicht Michael. Ich habe die Namen vergessen. Aber Michael ist der reiche Sack, der hier wohnt. Trevor ist der White Trash Hillbilly Assi, mit dem man eigentlich wenig Mitleid hat, aber wo man sich manchmal denkt, warum spiele ich den überhaupt? Und es dann trotzdem gerne macht und auch den Hundertsten noch überfährt. Ich habe ein Let's Play gesehen oder ein Video von einem, ja, der hat GTA mit Verkehrsregeln gespielt. Hast du das mal gesehen? Das haben Freunde bei mir früher auch gemacht, beim alten GTA noch. Das ist der absolute... Total spannend. Ja, es ist wirklich, an jeder roten Ampel stehen bleiben und dann auch wirklich Parkplätze suchen. Das heißt, wenn da eine rote Markierung am Bordstein ist, da das Auto dann nicht abstellen. Das heißt, manchmal musst du das Auto dann sehr weit weg von der Mission stellen. Das ist eine gute Frage, gibt es so eine Reality-Mod für GTA? Okay, ich drücke A. Nein, ich drücke X. Ja, gar nicht so schwer. Ihr wollt nicht klatschen. Dafür nicht. Ja, das war wirklich Mitleidsklatschen. Aber ich nehme jede Art von Klatschen. Ist da jemand? Nein. Kann ich rein, gell? Ich muss Klo. Tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas. Könnt ihr mich hören? Ja, ah. Schade, dass mein Mikrofon gerade nicht ging. Es war so eine tolle Vorlage. Ich nehme jede Form von Klatschen. Beef. Ich bin beschäftigt. Ja, hier. Ja, siehst du? Ist jetzt Effekt. Kurz verjährt. Mal, Spieleparodien in einem Spiel sind immer sehr toll. Und ich guck mir das so gerne an. Guckt euch, das sind die typischen Spiele, so wie es heute läuft. Das ist, wie Rockstar sich GTA Call of Duty vorstellt. Aber das ist das Schöne, weil tatsächlich hört man ja häufiger, dass GTA auch eine Satire ist. Und daran sieht man es halt auch. Das sind so die Satire-Elemente. Ja, aber das sind diese subtilen Sachen. Also es ist wie das Fernsehprogramm. Sehr subtil, ja. Nein, subtil, weil man eben normalerweise hier dran vorbeischleicht. Ach so. Und eben sich nicht alles anguckt. Das ist wie das Fernsehen. Man kann das ganze Spiel durchspielen, ohne einmal einen Fernseher einzuschalten. Aber wenn du dann durchsäppst, merkst du erst, wie viele versteckte kleine Gemeinheiten die Entwickler hier haben. Ja, auch Gesellschaftskritik oder Medienkritik. Genau. Oder so. Auch hier der Sohn, was für ein Drecksack er ist, aber eigentlich ist er ja netter. Er ist nur einfach von unserer heutigen Popkultur komplett versaut worden als Mensch. Hier natürlich, alle gehen fremd, mehr oder weniger, in der Familie. Wie, die Rede, die steht einfach nur in der Küche. You're a real pro, Mrs. DeSanta. A real pro. Okay. Sie will halt, ja, zeig dir noch schnell. Will halt lernen, wie man Tennis spielt. Geht es um Golf oder Tennis? Ach so, ja. Will halt Tennis lernen. Ja, siehst du, rein professionell, so wie unser Gino, der dir deinen Rücken einkriegt. Jetzt klaue ich die Karre endlich und damit haben wir die dritte Mission. Manche sagen die schwierigste Mission von komplett GTA 5 hinter uns gebracht. Aber das Beste kommt eigentlich jetzt und das ist eigentlich mit. Das ist doch egal, das ist doch nicht meine Karre, ich fahr die doch nur zurück. Ja, das tut mir bei GTA immer weh, wenn man die Autos kaputt fährt. Ah, Moment. Kriegst einen Anruf von Simon. Simeon, Mann. Was denn? Es ist ein Hammer. Siehst du, der hat angehalten. Hör doch jetzt mal auf. Ja, was? Was sagst du zu mir? Kaum Schaden, guck doch mal. Das ist, so fahre ich übrigens wirklich. Ich würde am liebsten jetzt die Kamera umstellen, aber es geht nicht, weil ihr sollt euch diese Sequenz hier angucken. Kann man die Kamera noch mal umstellen? Ja. Drück mal Analogstick rein. Unlikely. Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, ich gebe aber nur Gas. You're working a credit fraud. Musst du nicht hingucken, wohin du fährst? Aber ich will ihn noch angucken. Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid aber who follows orders without I appreciate a kid. Er hält mir eine Waffe an den Kopf während des Fahrens. Ja, umso wichtiger, dass du nicht drauf achtest, was im Verkehr passiert. Ich bin da sehr korrekt bei GTA. Vielleicht fragst du, du hast ja gefragt, warum hast du es nicht durchgespielt? Es ist einfach Straftaten. Ja, zu viele Straftaten, zu viel chaotisches. Oh? Ich spiele lieber Elster-Formular oder sowas.
Hast du noch Pisswasserflaschen? Eine, ja, natürlich. Ja? Die hat man damals bei was? GTA 3? Nein, mit dem, das letzte, 4. Okay, GTA 4. Nico Bellic, da gab es zum ersten Mal Pisswasser, wenn ich mich recht erinnere. Und wir alle haben so Bierflaschen geschenkt bekommen. Als Merchandise. Ja. Ja. So. Wir sollen jetzt dem eigentlichen Besitzer der Karre hier vorne in seinen Laden reinfahren. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put 2 rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke. Ey, jetzt achtet mal auf die Charaktere, auf die Dialoge. Das ist alles irgendwie so filmisch und gleichzeitig aber so. Es gibt quantitativ so viele Dialoge und alle sind auf einem so hohen Niveau, ja. Ah! Shitty situations, dog! Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Sammy, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Get out of here. So, hier. You motherfucker. So, vielleicht möchtest du mal kurz die Was Prügelei. Ich glaube, es wird lustiger, wenn du die machst. Ja. Nein, es ist easy. Aber nur hauen. Was muss ich denn machen? Ja, ihn verprügeln, Mann. Ja, mit welcher Taste, verdammt nochmal? B, A, X. So, da ist es doch, ganz einfach hier. So. Ist wirklich einfach. So, hier, zack, 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 zack. Das ist echt einfach. Der wehrt sich ja gar nicht. Es ist die Tutorial-Prügelei, aber ja. Geh doch nicht über den Mund. Eieiei. Ei, ei. Immer diese brutalen Videospiele. Ja, ja, nicht gut, was anderes nehmen soll. Das war gerechtfertigt. Ja, ich bin beim zweiten Mal. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I thought no. That kid might be a fucking idiot. But you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. Und kommt er wieder zurück? Ja, nein. Da nicht. Was ich an Guck, ja, an, ey, das ist so plastisch. Aber was ich an GTA halt auch super finde, ist, dass Speicher mal. Das ist so also dass die Stadt wirklich gut nachgebaut wurde. Also für alle, die schon mal in LA waren oder sich das mal, weiß ich nicht, auf Google Maps oder so angeguckt haben, es ist natürlich nicht 1:1 maßstabgetreu, aber schon also man erkennt generell die Stadt schon wieder und das finde ich schon nicht schlecht. Es gibt also gerade also diese die PC-Version. diese drei Gebäude, die da immer ich weiß das, weil wir manchmal, wenn wir auf der E3 auf dieser Games-Messe in LA waren, da hängen dann immer irgendwelche fetten Games-Werbung. Und es war fast immer GTA-Werbung. Ja, also zumindest an diesen Häusern habe ich schon sehr oft GTA-Werbung gesehen. Das muss ich jetzt machen. Naja, das übliche Auto klauen, zu irgendeinem Buchstaben fahren und dann da welches ist kaputt. Welches machen. Soll ich nehmen? Ich hätte gerne so eine Frage. So richtig, das ist immer die Qual der Wahl. Man hat die freie Wahl. Ja, aber so geht es dem Autodieb auf deutschen Straßen. Nimm doch da vorne den roten Smart? Flitzer, ja. Der bestimmt das ist auch ein Smart. Ja. Erstmal. Toll. Dafür kauft man sich GTA, um endlich mal einen Smart. Ja, guck, er holt dich noch ein. Ja, der holt mich auch ein. Fahr doch mal ein bisschen langsamer, dass er kommt. Nein, ich gib ihm doch Zeit. Wie mache ich den? Wenn du rechten Stick reinläufst, kannst du dich umgucken. Ist er weg? Ja. Ah, der ist weg. Wie mache ich das Radio aus? Digital links. Aber nicht während das Handy an ist. So, jetzt kannst du. Oh. Bist du kein Fan von der Mucke in GTA? Ah. Dabei kann man doch ganz alles, ganz so ein Hip-Hop-Sender. Ja, aber anstrengend. Muss mich gucken. Ah, rot, verdammt. Ah, du wolltest jetzt. GTA Legal. Geht. So. Spannend. Ja, ja. Das Schöne ist, dass das wirklich funktioniert. Man kann, also die anderen Verkehrsteilnehmer fahren oft nicht so, wie man es gerne hätte, aber man kann tatsächlich so fahren. Man kriegt aber keinerlei Punkte. Das sieht richtig. Wie bist du da rangezoomt an den? Ich glaube. Oh, ich habe gehupt. R oder Y, irgendwo kannst du die Kameras durchschalten. Ja, das war's. Nee. Was auch immer du da machst. Ey! So, ich möchte die Polizei anrufen. Warndreieck. Wahrscheinlich kannst du das. Habe ich ein Warndreieck? Also dem fahre ich jetzt hinterher. Das ist ja eine
Gleich mal die Nummer aufschreiben. Das ist eine Unverschämtheit. Schreib mal die Nummer auf, Simon. Siehst du, der verliert auch Müll. Der verliert den... Also, das gibt eine Sammelklage. So, Freundchen. So, darf ich mal ganz kurz... Entschuldigen Sie. Hey! So. Ja, reagiert sogar. Ich habe eine Vorahnung, was wir jetzt machen. Das, finde ich, ist jetzt völlig legitim, dem aufs Maul zu hauen. So. Ey, das Physikmodell von GTA ist einfach der Hammer. Es ist immer wieder geil. Und es tut so weh, wenn man jemanden überfährt. Ah, schön. Tut mir leid, aber... Ja, aber das sind auch die Details, dass dieses im Rest des Autos dieser Rap. Jeder auch immer einen anderen Sender hört. Ja? Also du hörst in einem Pickup definitiv eine andere Mucke als in irgendeinem Speedster oder so. Ja? Weil der besitzt... Was war das? Du fährst falsch, aber ist egal, gell? Was? Das weiß man nicht. Du weißt ja gar nicht, wo ich hin will. Ich will nämlich zum Maze Bank Area. So, und diesen, da ja, sind wir. Diesen Haufen von Geld auf unserem Konto einzahlen. So, siehst du, da ist mein Kumpel. Mit der roten, da ist er nämlich. Versucht schon wegzukommen. Er ist nicht schnell genug. Hey, Johnny, komm nochmal kurz her. So, hey. Hast du schon mal gemacht, bist du Passanten hinterhergelaufen, um zu gucken, was die machen? Sie machen ja schon was. Meistens fangen sie irgendwann auch Streit an oder lassen sich überfahren und dann kommt die Polizei. Aber es passiert schon immer was, wenn man denen mehr oder weniger nachläuft. Siehst du, der fühlt sich jetzt nämlich verfolgt. Kann ich den in die Ecke drängen? Der kriegt Panik. Naja, zu Recht. Ich bin im Schleichmodus. Achtung. So, damit habe ich jetzt echt nicht gehört. Hey, das war nur ein Versehen. Muss das wirklich sein? Ich hab einfach die Taste gedrückt. Ich wusste ja nicht, dass der direkt so ein Close. Ah, da ist die Polizei! Weg! Das ist aber eher unrealistisch jetzt. Wer ist das? Paul Blart Mall Cop oder was? Guck mal hier. Au! Okay, ich nehme es zurück. Wie springe ich? X. X? Wieso, ist das Rennen? Nein, ja, du musst es drücken, nicht halten. Ach so. Drück. Renn. Kletter da rüber über den Busch, verdammt nochmal. Ich brauche ein schnelles Auto. Oh Gott, das werden ja immer mehr. So. Ein Schlag nur. Schon ein Schlag. Ein aus Versehen. Ein Passanten. Man kriegt auch noch einen mit. Ah. Ein so einen Passanten umgetackelt. Das ist... Oh, guck mal, da kommen sie von allen Seiten. Aber ich verstecke mich. Ja, das ist ein gutes Versteck. Weiter so. Ja. So, die Treppe. Man gibt dir kurz den Controller und schon mit einer Verfolgungsjagd. Naja, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist gerade hier ein bisschen mit Pistolen auf Unschuldige schießen. Renn doch mal schneller. Zwei Sterne, geht schon. Den nimm den irgendwie, mach was mit dem. Was denn? Ich kann mit dem bekannt, der hat gar nichts. Deckung, Geisel. Ey, ich bin wirklich der einzige Ort, wo es keine Fahrzeuge gibt in GTA und ich habe ihn gefunden. So. Gibt es sowas wie Kondition? Nee, ne? Doch. Natürlich. Wie? Der kann irgendwann nicht mehr laufen? Irgendwann kann er nicht mehr, oder du musst halt... Irgendwann kann ich nicht mehr drücken. Irgendwann kannst du nicht mehr. So. Wenn ich jetzt einfach mich hier unter das Volk mische. Das Volk. Das ist einfach ein handtellergroßes Einschussloch in deinem Rücken. So, schnell weg. Ah, siehst du, da kommen schon die Ersten. Kann ich da hoch? Da nicht, nee. Nein? Warum? Naja, aber der kann doch wohl springen. Okay, ich nehme das Polizeiauto. Was hältst du davon? Ist ein bisschen übertrieben. Ja, naja. Nein, das ist eher der... Das ist der sarkastische Slow Clap. Ihr habt das verwechselt mit dem... Nein, die Leute können das schon einschätzen, dass das nicht meine Schuld war. Was habe ich denn gemacht? Ich bin gestolpert mit dem Ellbogen im Gesicht eines Passanten gelandet und werde dafür erschossen. America. Und wo bin ich jetzt? Was hätten wir denn jetzt gemacht, wenn wir eigentlich zusammen online gespielt hätten? Wir hätten doch auch nichts hingekriegt, oder? Uns angeschrieben. Höchstwahrscheinlich. Naja, Missionen gemacht, oder? Naja, es ist ja online, hast du ja die Möglichkeit, entweder du kannst ja die Heists machen und wirklich Banken ausrauben und über mehrere Stufen mit Leuten eine Mission machen oder einfach nur rumfahren, Chaos verbreiten, Waffen kaufen, andere abknallen. Also es gibt so viele Standard. Nee, es gibt unglaublich viele Modi. Ich kenne die aber auch nicht alle. Ich weiß nur, dass es schon eine ordentliche Abwechslung gibt. Ich nehme dieses Auto, okay? Es ist eh egal.
ist doch ganz schön. Guck mal, die Felgen sind. Der hat es aber auch mit seinem Ellenbogen. Wie kann man, aus Stahl. Man kann doch auch irgendwie auf den anderen wieder wechseln. Die Charaktere meinst du? Das reicht. Später. Das kann, ja. genug gefahren. das ist der Typ, der in Los Angeles schon bekannt dafür ist. Der knackt Autos, fährt mit ihnen geradeaus an die Wand und rennt wieder weg. Und das macht er mit allen Autos, die er sieht. Kann man eigentlich auch, man kann gar keine Metro fahren, oder? Doch. Geht das? Probier's mal echt. Ich glaube schon. Habe ich noch nie ausprobiert. Aber irgendwas stimmt doch hier mit dem Größenverhältnis. Was ist denn? Irgendwas ist hier komisch. Naja. Hast du ein blaues Auge? Hab ich? Ja, schon, oder? Warum? Ach so, ja. Weil ich erschossen wurde. So, jetzt warte ich auf die Bahn. Da ist doch eine. Geh rein. Wo? Das ist spannend, hä? Dafür seid ihr doch gerne hergekommen, um uns beim virtuellen Bahnfahren zuzugucken. So. Ganz geil, oder? Du gehörst dazu. Oh, da ist tatsächlich eine. Ah! Alter. Wie komme ich da wieder raus? Wieso rennen jetzt? Jetzt machen die Mann alles klar. Wie hast du das jetzt gemacht? Guck mal. Nein, gemacht? Die verprügeln mich! Wie sind die bescheuert? Wie soll das denn? Ey, aber jetzt seid ihr schon Zeuge, dass ich wirklich nichts gemacht habe. Außer. Du bist halt schon sehr unbeliebt. Ey, guck mal, die hauen mich alle! Von allen Seiten! Was habe ich denn gemacht? Okay, schnell auf die Autobahn. Was ist jetzt? Wie hast du das jetzt geschafft? Warp-Zone. Ja, wirklich. Du hast die geheime Warp-Zone gefunden. Ja, das wusste der noch nicht. Zum Endgegner. Ja, aber das ist wirklich interessant. Was ist jetzt hier? Es gibt übrigens eine Gravity-Mod, die Gravity ausschaltet. Und dann kannst du mit Autos kannst du komplett den Meeresgrund runterfahren. Und die haben den ja wirklich echt ausdefiniert, der Meeresgrund. Das sieht teilweise wirklich schön aus. Der Meeresgrund hat quasi die Boss-Transformation. Ja, also wirklich ausdefiniert. Und da kannst du halt rumfahren. So, das finde ich toll. Man kann dann Sachen erforschen, die eigentlich man sich nicht angucken kann. Es sei denn, man fährt ewig in diesem kleinen U-Bootchen rum. Was es natürlich auch gibt. Es gibt auch ein U-Boot, ja. Das ist egal. Es spielt mehr GTA. Es ist, kannst alles drin haben. Ja, ja. Kannst alles sein. Erzieh mehr mein Kind. Würdest du, ab wann würdest du dein Tauschen kind, auf jeden Fall. Der Kind gegen GTA oder was? Ja. Ab wann würdest du deinem Kind GTA zeigen? Jetzt sind wir wieder am Anfang. Was ist passiert? Hier, du bist schon. Ich glaube, es liegt daran, dass du gestorben bist. Aber ich bin nicht gestorben, ich wurde verfolgt von einer Street Gang. Das Spiel hat wohl gedacht, da passiert nicht mehr viel. Wir könnten aufhören. Das Spiel hat auch seinen Stolz. Ich guck mal, ob ich laden kann, vielleicht geht es gar nicht. Wir haben auch noch andere Spiele hier, aber ich glaube, wir sind eh bald am Ende, oder? Ich weiß es gar nicht. Die lassen uns hier, glaube ich, einfach sitzen und sagen sich, ach komm, so wie damals bei Game One, lass die einfach machen. Ich habe auch keinen Plan, was die da machen. Was machst du denn? Ich versuche gerade einfach nur rauszukommen ins Hauptmenü. Und jetzt will er aber wissen, welches Profil. Was haben wir denn jetzt? Hat nicht viel. Doch, da ist was. Hier, 3% automatische Speicherung. Das ist, glaube ich, das Profil. Aber, wie bitte? Ja, stimmt. Eigentlich müssten wir jetzt Bonjour gucken. Ach so, stimmt. Jetzt gerade läuft ja Bonjour, gell? Das können wir nicht sagen, aber ich wüsste selber gerne. Ist hier überhaupt nur irgendeiner, der sehen will, wie wir GTA spielen? Nein. Oder wollen wir einfach weiter quatschen? Also uns ist es auch egal. Da ist eh keiner mehr weiter hinten, also... Ist doch wurscht. Also eine Viertelstunde haben wir noch. Ja. Können wir vielleicht stimmt, wir haben die Twitch-App. Wir können einfach unser Programm laufen lassen und uns Paul Lenz machen. Ja. Ja, du kannst ja mal anteasern, wer denn heute bei uns ist. Für die Leute, die jetzt hier sitzen und uns gar nicht sehen können. Na, ich finde es eigentlich irgendwie, es ist so ein Ambivalent. Einerseits sitzt ihr jetzt hier, was cool ist. Auf der anderen Seite sollt ihr eigentlich zu Hause sitzen und unseren Sender glotzen. Könnt ihr nicht jetzt auf dem Handy schnell parallel, wenn ihr jetzt alle die Twitch-App laufen lassen würdet, hätten wir schon 300.000 Zuschauer. Ja, da sind wir doch wieder. Da sind wir doch wieder am Starbucks, wo wir zuletzt waren. Nee, wir sind schon irgendwo. Wir sind schon irgendwo, das wir sind. Ich. Siehst du das M? Ich muss jetzt nur zu Michael zurück. Und aber ich muss echt mal sagen, dass GTA auf den neuen Konsolen echt top aussieht. Ja, das Tolle ist ja dieser Ego-Modus. Moment. Toll ist ja der Ego-Modus. Wie schaltet man den hier nochmal ein? Weißt ist das nicht immer Ego-Modus? Nee, man kann GTA? Ja Ego-Perspektive einstellen. Und nochmal gucken. Ah, und das geht mit Oculus Rift und ist der Wahnsinn. Du läufst einfach rum, dumm, 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 und kannst dich umgucken und kannst einfach ewig laufen, weil die Welt ja so groß ist. Das ist fast wie im echten Leben, nur schlechter. Naja, hier kann man halt schon, es gibt keine Konsequenzen. Du kannst machen, was du willst.
Siehst du? Im echten Leben hätte ich gesagt, ja, tut mir leid. Aber dann hätte ich vorbeigelassen. Ja, hier gibt's aufs Maul! Ja, okay, aber dadurch, dass es keine Konsequenzen gibt, macht's ja auch keinen Spaß. Das macht mir Spaß. Also das jetzt nicht. Aber wenn mich jemand blöd anmacht, hat er es auch verdient. Ja, der war richtig böse. Der hast du nicht gesehen, der hat mich so weggeschubst. Ich habe gesehen, wie du ihm zuerst ins Gesicht geschlagen hast. Nein. Es war so, ich habe mich in seinen Weg gestellt, dann fühlt er sich angegriffen, hat mich angegriffen, dann habe ich geschlagen. Rechtlich bin ich... Ich würde sagen, rechtlich ein Unentschieden. Ja, du hast doch mal Jura studiert. Oder? Genau. Sag ich ja, rechtlich Unentschieden. Ja. Klassischer Begriff aus der Rechtswissenschaft. Irgendwann gucke ich mir mal das Programm an, was man in der ersten, im ersten Semester Herr Jura Richter, lernt. Ich plädiere auf Unentschieden. Okay. Okay, pam, 0-0. Okay, Sie haben ihn umgebracht, aber er war auch ein Arsch, also Unentschieden. Ja, also ich finde, es fängt wieder neu an jetzt. Ich gehe jetzt wirklich gar nicht auf Twitch. Aber warum? Nein. Erzähl doch jetzt mal bitte, was ist denn heute so besonders bei Bonjour? Wir sind schon wieder am Anfang. Ja, weil wir hier irgendwas falsch gemacht haben. Ja, aber wir haben doch gar nichts gemacht. So, ich fände wirklich geil, wenn wir mal... Wir haben übrigens noch Trials hier. Oh, wir haben Minecraft. geil. Nein, hier ist noch irgendwo... Ich brauche noch 10 Stöcke. Hat noch jemand 10 Stöcke? Ist hier nicht Twitch? Da ist Twitch. Hat jemand Weißstein? Auch Weißstein. Hm? Es geht los, mach mal Twitch. Du machst wirklich Twitch. Ja, warum denn nicht? Ja, wir sind doch gar nicht online. Das war nicht ich, das war Daniel. Das Ding ist doch gar nicht online. Oh, komm. Aha. Nee, du musst ganz rechts gehen. Wer von uns hat denn kein Passwort? Nein, du musst ganz rechts gehen. Ja. Das da. Rocket. Ja. Wahrscheinlich, ja. Das ist. Du wirst lachen, aber... Ja, ja. Teilweise denke ich mir echt, wir sollten... Lustigerweise für alles ist das Passwort Rocket Beans. Wir machen das jetzt wirklich, oder? Ich will nur gucken, ob es geht. Ganz kurz. Ist ja auch mal interessant. Und dann schleichen wir uns alle hier raus und lassen es laufen. Das wäre gut. Dann sagen wir, es gehört zum Programm von Republika. Guck mal, 94,5% genutzt. Aber warum wird das so lang? Da passt Twitch nicht mal mehr drauf. Ja, nicht schlecht. Oh. Ist denn jetzt überhaupt schon Bonjour? Läuft das jetzt schon? Wir haben schon 8. Vielleicht sehen wir dann, wer es ist. Glaubst du nicht, dass uns hier gleich irgendwie jemand Ich behaupte, das klappt nicht. Das klappt niemals, dieses Internet. Diese verrückte Technik. Hast du schon mal ausprobiert? Ich habe es wirklich noch nie ausprobiert. Das Internet? Nee. Nein, Twitch-App. So, wo sind wir denn? Wo werden wir denn empfohlen? Weiter rechts, ganz rechts. Ganz rechts. Ganz weiter außerdem ferne, unter ferner Liefen, ja. Babanji, was ist das alles? Weiter rechts, sind hier nicht. Kitty House, nein, weiter rechts. Es geht nicht weiter rechts. Oh, dann geht weiter links, machen wir weiter links. Ganz am Anfang, nein, auch dann, nicht, okay. Du musst auf Kanäle. Kanäle. Ganz unten. Weiter rechts. Ja, mal gucken. Weiter rechts, da. Ah! Werbung. Ist auch super, dass das Standbild ist. Da schaltet jeder ein. Spielt. Oh, da läuft Werbung, das gucke ich mir an. Ey, ich bin fasziniert gerade, funktioniert. Ey, du musst so tun, als ob du spielst. Da bist du jetzt auch, wer der Neue ist. Ist das rufschädigend, jetzt da reinzuschalten, oder? Okay, ja. Das ist unsere Band. Okay, wir haben wieder einen Einspieler gemacht. Das Lustige ist, das haben wir sehen es jetzt auch zum ersten Mal. Also. Was hast du gemacht? Laut. Simon. Ja, wir können doch jetzt nicht echt. Jetzt lass es nochmal laufen. Ich wollte die verdammt nochmal, der Gag kam gerade. Du weißt genau, dass sie in der Kiste noch durch die komplette Redaktion laufen, sodass wir. Ja! Das Ding geht 4 Minuten, sag ich dir jetzt. Ich will jetzt wissen, was passiert. Was ist wohl in der Kiste? Der Gag ist ja, dass Colin Gäbel. Ist das laut, ne? Aber der Gag ist, das ist ein Insider-Witz eigentlich, weil Colin Gäbel wurde bei Giga damals auch. Echt? In einer Kiste. Das wusste ich gar nicht. Ja, und es war so peinlich, das war der gespielte Witz. Und er ging viel ein zu lang. Paket, ja, oh. Und man hat Felix Rick gesehen, wie er schläft und aus der Kiste springt eine Frau im Bikini.
Und dann wird er geweckt und dann springt Colin raus. Und es war gar keine Frau im Bikini. Und es war gar keine Frau im Bikini. Und die Idee an sich war ja so, sag ich mal, ganz nett. Aber gestreckt auf 10 Minuten. Ja, so ein bisschen wie das hier. Es war sehr schmerzhaft, ja. Ich bin gespannt. Ja, das vor allem versteht den Witz keiner, der nicht vor 10 Jahren das damals gesehen hat oder wann das war. Naja. Aber das ist ja wirklich toll gerade, dass die Leute, dass jetzt Leute von euch gerade twitchen, dass wir hier. Ja, das ist konvergale Medienkompetenz. Public Viewing. Diverse Medien. So mehr als Meta. Ja, ja, genau. Das ist auch geil. Die haben gesagt, kommt her, macht mal ein bisschen Let's Play. So. Wir setzen uns hin, gucken unseren eigenen Sender. Guck, da gehen auch schon welche. Geht ihr wegen dem Programm jetzt? Ja, habt auch wir recht. Haben noch viel mehr. Ach, ihr wollt nach Hause, um einschalten zu können jetzt gleich. Sie haben es wirklich gemacht. Wir haben es wirklich gemacht. Ich war in der verdammten Redaktionsbesprechung dabei. Und hat mein Veto gegeben, diesen Gag nochmal zu machen. Also, sie haben es wirklich gemacht. Großartig, vielen, vielen Dank für das schönste Beweihräucherung, die ich mir hätte vorstellen. Ich habe gerade einfach mal ein Foto gepostet. Du hast es ja nicht gesehen. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr aus. Es ist nicht ausschaltbar. Doch, so gefällt mir eigentlich besser. So, und jetzt? Wolfenstein oder was? Wir sind. Ja, wir sind ein bisschen. Wir haben ja nicht mehr lang. Wir können jetzt eigentlich nichts mehr anfangen. Ja, lass doch einfach laufen und wir gehen. Ey. Das merkt doch keiner. Hat da jemand Probleme? Wir müssen die Leute ganz hinten fragen. Nee, ich glaube auch nicht, gell? Ja. Wollen wir es wirklich machen? Dann muss nämlich irgendwann einer kommen und das dann später ausmachen. Wir nehmen noch die Batterien mit. Das Dumme, es sind unsere Xboxen, wir müssen die mitnehmen. Scheiße, wir müssen die ja eh abnehmen. Ja, gut. Was machst du denn jetzt? Nix, ich wollte... Aber du... Nee, das bringt... Wir müssen die jetzt eh abbauen. Und du bist immer noch da, das sind 3 Tage, das ist mehr als die meisten schaffen, ey. Das lag wahrscheinlich daran, dass ich auch relativ... Aber, ich bin gerade völlig fasziniert, selber das so zu sehen. Ich bin ein bisschen verliebt. Ich frage mich, wie man hier über den Chat, über den Kanal chatten kann. Wenn ich da jetzt drücke... Colin muss bitte gehen. Ah, nee, oder Platz wird gerade besetzt. Nee, also das machen wir nicht. So, das war ganz spannend. Also ich habe mich nicht gelangweilt. So, komm, wir müssen jetzt mal Schluss machen. Kannst du Budi anrufen? Das wär, nein. Wieso? Das wäre doch super. Ich gar nicht hier. Das wär, doch, komm, mach, geh noch mal drauf. Ich rufe ihn mal an. Du bist aber auch heute so. Also, das klappt. Mal gucken, ich weiß nicht, ob er rangeht, aber... Ich fände es cool, aber ich glaube nicht. Er ist zu professionell. Er hat bestimmt sein Handy im Flugmodus, der Streber. Das hier hat natürlich jetzt auch 30 Sekunden Delay. Besetzt? Besetzt? Der hat mich auf Ignore, die Sau. So ungefähr. Das war, danke, Hannes. Nee, ich bin total mega happy. Einfach, ich bin richtig gut drauf. Ich habe mich so drauf gefreut. Und, Freizeichen. Wenn er jetzt peinlich berührt in seiner Tasche gleich rum. Wir haben ja 20 Sekunden Delay, müsst ihr wissen. Das heißt, es passiert erst ungefähr 20 Sekunden. In den ersten Tagen habe ich schon irgendwie so mit so vielen netten Menschen gesprochen. Es klingt, ich hole die Violine raus. Und das ist dramatisch. Ach, scheiße, die Mailbox. Aber vielleicht sehen wir, wie er in seiner Hand, in seiner Tasche rumkramt. Und sich wegträumt. Menschen. Schön. Hannes ist immer dabei. Auch noch mitträumen darf. Das ist einfach super. Ich glaube, die Leute waren hauptsächlich nett zu dir, weil du ja immer in dieser Kiste saßt. Und das ist übrigens immer so. Wann immer ich irgendwo live sehe, es juckt mir in den Finger, den anzurufen. Und man glaubt jetzt nicht mehr. Man kann es 15 Jahre machen, man hat trotzdem noch diesen Reiz. Wenn ich live, vielleicht kannst du den Hannes dazu. Ja, den Hannes kannst du dafür kriegen. So enttäuscht sein. Wisst ihr, es war so klar, dass du an dein Handy gehst. Wir sind hier live und gucken gerade auf der Bühne. Bonjour. Kannst du mal, um zu beweisen, kannst du mal einmal ganz kurz schreien, durchs Set laufen? Mach irgendwas, ja. Bitte. 50 Leute freuen sich dann. Mach mal, oder setz dich einmal kurz neben, einmal kurz. Hier, ich bin gerade live auf der Stage in Berlin bei der Republik. Lass uns doch nicht auflaufen. Jetzt Republikan. Jetzt renn einmal da kurz schreiend durch die Kamera, bitte. Das ist ein Befehl. Ja. Hörst du? Ihr müsst quasi morgen alle nicht wiederkommen. Abwarten. So ist es immer bei allen Befehlen. Mal gucken, was da war. Selber ein bisschen unangenehm gerade. Nils und Eddie, mit denen habe ich ja noch ein paar Jahre sozusagen. Weiß ich, ja, jetzt macht er Serious Talk. Kann der Hannes jetzt bitte nackt durch die Kamera? Ja, will ich auch. Colin Gebel ist am Start, ey. Der jetzt. Super Colin. Wir freuen uns bitte, Hannes. Wunderbar. Und, ey, das wird eine spannende nicht. Zeit. Ja, naja, er ist ein bisschen Angst. Er wusste nicht, ob du im Studio ans Telefon gehen und dann. Wir brauchen im Studio ein Telefon. Also so ein großes rotes Telefon, wo wir jetzt in dem Fall anrufen können. Hey! Ja, das ist Rocket Beans!
Schön. Haben wir doch noch mal am Ende irgendwas gehabt? Hey, hey! Eddie, Simon, Arno und Republika Media Convention. Das ist Colin Gable. Hochrot. Und wir sind Rocket Beans. Sehen Sie das immer noch live, Hannes? Also das heißt, Sie haben die gesamte Diskussion um Arschbanane mitgekriegt. Ja. So kann man eine komplette, gut geplante Sendung zerballern. Du hast gerade auch schon den Black Friday angesprochen. Es ist auch wichtig, dass man das mal sieht. Wie kann man eine komplette Redaktion zum Schwitzen bringen? Und Arschbananen. Also ist ja eigentlich absolut. Schon, damit haben wir eigentlich auch für euch vielleicht den Abend schon beendet. Vielen Dank. Sehr schön. Rudi hat abmoderiert, das war's. Wir können gehen. Nein. Es war jetzt vielleicht chaotisch, aber wir hatten eigentlich andere Sachen geplant. Aber wie so oft machen wir dann trotzdem das Beste draus. Und wir haben wir konnten was trinken und sitzen. Und mal auf dem Handy ein bisschen gucken hat und mal Ruhe. Und was haben wir davon? Nicht. Aber ich wollte das ja sehen, ich habe mich geärgert, dass ich selber nicht sehen konnte, weil wir hier sind. Und jetzt habe ich es doch geschafft. Ja. Wenn wir als nächstes Champions League hier anmachen, war es doch ein super Abend. Machen wir nicht. Ja, das war's von uns. Es ist halt leider anders geworden als geplant, aber so ist ja immer. Jetzt ruft der Budi bei mir an. Wetten? Spannung. Naja, warte. Das ist wirklich der Budi. Ruft an. Sehr schön. Ey, hallo Budi. Warte mal, geh noch mal darauf. Ja, wir haben eben gerade abmoderiert eigentlich auf der Bühne. Die Lichter gehen schon an. Jetzt rufst du noch mal an. Aber wir haben es gesehen, wie Hannes durchs Set gelaufen ist. Kam sehr gut an. Ja, hier. Das ist für euch hier. Das sind ungefähr 6.000-7.000 Leute gerade, ne? Ja. 6.000-7.000 Leute, also gerade wären es 8. Also es ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. 9.000, glaube ich. 9.000. Warte, ich mach dich mal auf laut, dann hört man deine blöden Fragen. So, was? Frag nochmal. Ey, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ihr macht. Ihr erzählt da was über wen. Also wir reden über Arschbananen und über Collins. Ja. Ja, ich hab's gesehen. Hammer-Gag am Anfang. Ja, schönen Gruß zurück. Ja. Was? Tschüss. Ja, tschüss. So. Ich frage mich, ob die vorderste Reihe, wo die komplett reserviert ist und komplett nicht aufgetaucht ist, Die wussten, was hier passiert heute oder eine Vorwarnung bekommen oder wollen sie Bonjour gucken, weil das ist schon faszinierend. Eine ganze Reihe. Ich glaube, das ist für das, was nach uns kommt. Ja, okay. Weil da haben Leute gesagt, ich will unbedingt da sein. Und dann, keiner ist gekommen. Was hat das zu tun? Liebe Leute, vielen Dank fürs Kommen. Ja. Wir haben den Saal fast geleert. Dafür wurden wir eingestellt hier. Ja, wir hoffen, wir konnten ein paar Fragen beantworten und euch einen Einblick geben in die lustige Welt Rocket Beans TV oder in die Welt allgemein. Das war's von uns. Wir fahren jetzt nach Hause, nach Hamburg. Tschüss, Berlin. Ja, tschüss, euch noch viel Spaß. Und danke an Republika. Ja, danke schön. Okay, lass mal schnell.